So, dann fange ich mal an. Herzlich willkommen zum heutigen, müsste das erste Spiel sein. Später sind ja noch ein paar andere Spiele im Main-Turnier. Wir haben heute Dinogiri gegen Satono 92. Ein All-Dungeon-Match. Ansonsten, glaube ich, ohne irgendwelche Eigenschaft, genau, ein Open All Dungeon. So war's. Und an meiner Seite ist Kittelot. Hallo, hallo. Und als Tracker haben wir noch BB Gaming 90 am Start. Ja, was hast du besondere Erwartungen an diesen Seed? Was wünschst du dir? Wünsche ich mir beim Open ist ja, sag ich mal, am Anfang noch gar nicht so viel zu gamblen und zu raten, was wir denn haben können, was wir ja immer wissen. All Dungeon, Agar ist auf jeden Fall dabei. Aber vielleicht gibt es ja ein Pet oder andere Sachen, die den Chat natürlich erfreuen. Ich sag mal, wir können schon überlegen auf ganz schlimme Sachen, aber ich denke mal, gerade Satono hat in ihrem letzten Spiel doch etwas gelitten. Jetzt wollen wir nicht so gemein sein heute. Wir haben schon mal unterschiedliche Starts, aber beide Start-Items erstmal wenig relevant. Beziehungsweise die Bomben eigentlich in der Kirche gar nicht unrelevant, sondern schon sehr nett, komfortabel. Auf jeden Fall, damit kann man beruhigt nach Kakariko gehen. So hieß das Ding. Drei Bomben, klar, reichen noch nicht für alles mit House Shaw zusammen, aber ist auf jeden Fall schon mal angenehm. Sollte man jetzt hier beim Tree Pool nichts finden. Dinogiri hat den Tree Pool nicht gemacht, wenn ich sehe. Findet aber auch ein paar Bomben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Dinogiri schon einen Gegner getötet hat, weil bevor man keinen Gegner getötet hat, ist der Triple quasi leer. Das ist erst mit dem ersten getöteten Gegner so. Dachte, er hätte eine Wache mit dem Briefkasten erledigt, aber... Aber erstes wichtiges Item, ne? Die Gloves unten beim Onkel im Secret Entrance. Je nachdem, wie die Items fallen, kann Satono das noch eine Weile liegen lassen. Ja, es könnte auch ein sehr schnelles Dark World Access bedeuten, wenn wir in Kakariko die passenden Items finden. Aber ein frühes Schwert, das ist auf jeden Fall schon mal hier oben in den Lost Woods sehr, sehr angenehm. Da hat ja, man wenig Flasche. Probleme. Flasche ist natürlich auch an einem nahezu perfekten Ort, damit man das gleich mit erledigen kann. Also das können wir schon mal festhalten, der Start sehr, sehr, sehr angenehm schon mal, ne? Ja, und als Krabbenpreis haben wir scheinbar Feen. Auch ein sehr nettes Safety-Item, wenn wir denn das Bugnet bekommen sollten. Na, der Chat meinte, Agarletch könnte ein Cape gewesen sein, dadurch, dass wir eben noch gerade ein paar Sink-Aussetzer hatten, habe ich es nämlich selber gar nicht gesehen, was da lag. Na, ich konnte es leider pixelmäßig nicht erkennen. Wobei, jetzt haben wir Bogen, also scheint alles Mögliche da zu liegen. Schauen wir gleich mal. Vielleicht hat unser Tracker ja mehr gesehen. Könnte ein frühes Agar-Play werden und nicht Agar 1 nach Agar 2, wie man sich's gerne reinroutet. Das auf jeden Fall. So, Satono hat sich auf jeden Fall über die Lampe gefreut. Klar. Der Pommes-Pieker mit der Lampe ist vielleicht schon so ein erster Hint schon mal Richtung Agarsold. Und je nachdem, was da lag, auf der Ledge, wenn es nicht das Cape war, könnten wir bald schon zu Agar reingehen, ja? Und da ist unser Agar-Zugang schon mal. Eine Moonpearl wäre jetzt natürlich nicht schlecht, bevor man hingeht. Ja. Ja, und ich denke mal,
Also wenn es wirklich nicht Agar für den Darkhold Access verfügbar ist oder required ist, werden wir auch Agar, denke ich mal, vor den Boots gar nicht sehen, weil man kann die Ledge eh nicht abholen dann, wenn da was lag. Ja, aber es ist noch zu früh, um da jetzt zu spekulieren. Wir haben auch den Spiegel schon bei Saturno gefunden. Das könnte natürlich out of logic schon auch auf den Berg führen. Also ich lese gerade, der Bogen soll es gewesen sein. Okay, Bogen macht natürlich Agar sehr früh interessant, einfach um Pot und Eastern machen zu können. Sollten wir nicht den zweiten Bogen doch noch super früh finden. War es nicht so, dass die Silvers eigenständige Items sind oder habe ich zu lange nicht gespielt und das war früher der Fall? Ich bin mir gerade unsicher. Das war, soweit ich weiß, früher der Fall, aber jetzt in den Modis ist es ein Progressive-Bogen. Das heißt, egal okay, wo du welchen Bogen als erstes findest, der zweite sind die Silvers. Ausnahme im deutschen Swordless-Modi, da gibt es nochmal in der Validation-Chest ein reines Silver-Upgrade, nur wenn du den Bogen aber vorher hattest. Also da gibt es keinen. Das sollte man aber mitnehmen. Könnte natürlich dann nochmal eine Rolle spielen, ob man lieber auf irgendwann sich die Silvers holen will oder ob man dann gerne ein Silverless machen will. Ja, also wie gesagt, wenn wir noch einen anderen, den zweiten Bogen hier vorher finden, da wir ja Agar eh machen müssen. Es kommt ein bisschen, glaube ich, auf die Items an. Master Sword Silverless, da würde ich mir auf jeden Fall noch holen von der Ledge. Mit dem Tempered, mit Spiegeln, mit allem drum und dran dahinlaufen, das kostet schon Zeit. Wir haben auch unser erstes Fetch-Quest-Item mit der Schaufel mittlerweile. Werden wir dann wahrscheinlich im Laufe mit einer Smith-Chain reingeroutet irgendwann sehen. Schauen wir mal, ob beide den Standardweg Richtung Ice Rod Cave gehen mit der Mini Muldorm Cave oder ebenfalls sogar nach links Richtung Agar, zwischen Agina. Ich sag mal, mit den Items, na, ein Gamble kann man machen, jetzt vielleicht doch sogar Agar schon zu machen, so früh. Man kommt hin, man hat damit seinen Zugang rüber und wer weiß, vielleicht wird man belohnt mit der Moonpearl oder so auf der Pyramide, wenn jetzt nicht hier irgendwie ein Bait Richtung Desert oder vielleicht zum Bergläuf liegt. Beziehungsweise der Berg ist ja für Dino ja sogar offen. Grad Saturno könnte natürlich, oh, sogar das Tempered ist sehr früh da. Saturno könnte natürlich auch das komplette Castle noch mit reinrouten. Zumindest den vorderen Teil plus Onkel. Ja, dann hätte sie ihre Glass auf jeden Fall schon mal. Das wäre auf jeden Fall für sie wichtig. Könnte jetzt auch dahin gehen. Ice Rod Cave wurde ausgelassen. Ja, verständlich. Also die Dichte im Castle ist enger. Gerade die ersten beiden Checks vom Onkel sind super schnell gemacht. Aber Saturno entscheidet sich, Richtung Eastern zu gehen. Okay, Eastern ohne den Bogen? Vielleicht noch zumindest gerade noch Sascha abchecken. Sonst wäre es schon ein, ja, durchaus mutiges erstes Play, das ein bisschen aus der Reihe fällt, aber kann natürlich belohnt werden. Fällt mir gerade auf, Map-Check hatten wir noch gar nicht, oder?
Nein, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Wir haben ja eigentlich keinen Map-Compass-Shuffle oder derartiges drin. Nee. Aber wir wissen ja, aber jetzt du zumindest weißt ja, Desert. Aber dadurch, dass wir ein All-Dungeon haben, ist es halt auch nicht kritisch. Ne? Ja, stimmt. Du musst wieder eh alles machen. Höchstens noch interessant für dich wäre das Green Pendant, was wir jetzt ja wissen durch Sascha fragen. Oder halt die Red Crystals sollten sie sehr früh liegen. Und dann höchstens später, wenn so ein bisschen die Itemdichte dünner wird und man den Zugang zu einem bestimmten Dungeon oder nicht bekommt, dass man vielleicht dann lieber nochmal abcheckt, ob man ihn vor GT machen muss oder nicht. Uje, 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 also die isolierten Checks hier mit Ice Rod Cave, Flippers da drauf, das kann schon ärgerlich werden. Ja, hier hat sich Saturn jetzt natürlich erstmal isoliert, gerade wenn dann auch keine Moon Pearl kommt, um es irgendwie mit den ganzen Water Checks zu verbinden. Die sehen wir aber jetzt bei Dinugiri, während Satono erstmal Richtung Escape geht. Macht als erstes das Star Cross auch interessant. Mal schauen, wenn sie einen Schlüssel findet, könnte sie ja gleich nochmal durchgehen, auch wenn sie von oben droppen könnte. Wir haben dort nur eine Karte. Aber das mögliche, sag ich mal, Check-Isolations-Play, das könnte jetzt Dinugiri haben, weil ihm fehlt einfach jetzt nochmal 100 Taler für den Zora. Kann natürlich sein, dass der jetzt auch was drauf hat, was dann, ja, vielleicht das Play des von der Ice Rod Cave weglassen von Saturnus wieder gut macht. Zumindest geht Dinugiri noch nicht Richtung Castle. Ich denke, das wird jetzt ein erster Gang auf dem Berg. Ja, ist aber auch nachvollziehbar. Wir haben auch für Hera eine Feuerquelle. Ist alles in Logik. Ja. Gambles etwa auf French Vanilla Moon Pearl. Oder vielleicht sogar wirklich Vanilla Moon Pearl. Natürlich möglich. Kommen natürlich nicht auf die Ostseite rüber, aber schadet auch nicht, im Zweifel erstmal seinen Startpunkt beim alten Mann abzuholen. Gibt vielleicht auch gerade ein bisschen nochmal eine Überlegungszeit, ob man jetzt das Agar-Play machen will. Gerade wenn mit dem Bogen theoretisch ein Progression-Item warten kann, sofern wir den zweiten nicht finden. Ja, wir brauchen ja auch erstmal noch die Boots, deswegen, also stimmt. Solange die auch noch nicht aufgetaucht sind, ist der Drang noch nicht ganz so groß, Richtung Bogen zu schielen. Ich war schon gerade so dran gewöhnt an Startboots, was man ja mittlerweile doch gerne sieht, weil sich niemand darüber beschwert. Und wir haben das nächste Fetch-Quest-Item und eine Moonpearl. Ja, nicht ganz French Vanilla, aber der Weg passte schon mal. Ja, so halbwegs. Na, was wir sehen, Saturno sagt sich, okay, ich check erstmal nicht weiter. Kann man machen, da wir ein All-Dungeon haben. Ich mach Agar jetzt schon. Und danach bleibt dir ja fast nur noch der Berg oben. Als nächstes logisches Play. Hat zwar noch ein paar Einzelchecks, aber so. Oh. Ja, wenn man schon da ist, mit Tempered, ist das zumindest auch der Weg bis zu Agar ganz schnell erledigt.
wie großzügig Aga mit seinen Blue Balls ist, betrifft ja letztlich dann beide. Richtig, das sollte man, also wenn man nicht stirbt, ist das Pattern ja für beide gleich. Und ich gehe jetzt mal davon aus, auch wenn wir nur 5 Herzen haben, Aga sollte einen, jedenfalls Aga 1, nicht so häufig treffen. Ja, ich glaube, ich überlege gerade, was auch in den beiden Bottles war. Ich glaube, eins war eine Biene und eine Green Potion. Kann das sein? Oh, bin ich mir nicht mehr völlig sicher. Ich bin jetzt mal auf Hera gespannt, weil die Nogiri fehlt ja nur noch ein Item für den Darkhold Access, den logischen. Oder vielleicht, naja, ich glaube nicht, dass Aga jetzt für den Darkhold Access required war. Ich denke auch nicht. Vielleicht ist es ja am Ende auch auf Kobo ein Hammer oder... Das wäre aber schon arg gemein. Hobo-Hammer, Lippers in der Ice-Rod Cave. Oder wer weiß, vielleicht der Hammer auf dem Scamfish? Alles möglich. Auch das. Oder Agina, der gerne last located Ort. Die Nogiri geht auch erstmal sein Biki im Keller abholen. Soweit ich es gesehen habe, hat er den noch nicht gehabt. Nee, der Biki, ja genau, der Biki muss im Keller sein, ja. Kann ja keinen Hera-Pot machen. Richtig. Satomo ist bei Aga angekommen. Wollen wir dort mal zählen? Mal schauen wir mal, wie gnädig er ist. Der erste muss ja der Energy Ball sein. Das ist immer einfach. Einer hinterher. Jo, den ersten. Erste. Oh, er ist schon ein bisschen... Ja, wir haben 2, jetzt kommt der nächste Energy wieder. Immer nach dem Blitz her ein Energy Ball. Bisher bleibt er bei 2-2-2 im Pattern. Ah, jetzt... Ja. Sollte es ein schnelles Ende finden. Ah, einer kommt noch. Na, hat Aga keinen Bock drauf. Ne, wieso auch? Hat auf jeden Fall fürs Zeittechnische ja keinen großartigen Einfluss auf das Geschehen dann für die beiden Runner, weil der climbt, denke ich mal, mit Tempered schon relativ zackig gewesen. Ja. Da bin ich jetzt gespannt, was liegt hier jetzt auf der Pyramide? Ist es vielleicht ein Hammer oder so? Weil die Merle kann da nicht liegen. Das wäre jetzt nochmal ganz interessant. Oh, der Hookshot! Das ist auch wichtig. Wichtig! Nicht unser Access, aber ein Item, was man natürlich sehr gerne findet. Ja, und damit kann Saturno natürlich jetzt wunderbar hoch auf dem Berg gleich die Right-Side mitnehmen. Findet er dann die Merle, hat auch schon Darkhold Access dann durch Aga. Also das könnte jetzt der Game-Changer gleich schon mal zu Beginn sein. Und ein gutes Plus für Saturno. Kann je nachdem... die fehlenden Flippers erstmal gut kompensieren. Ja. Je nachdem, wer für was am Ende länger braucht. Die Flippers brauchen wir jetzt ja erst, sag ich mal, für Swamp Palace. Alles andere kann man ja, sag ich mal, mit Fake Flipper erledigen, nur eben Swamp nicht. Die Nogiri geht jetzt aber scheinbar auch den Weg. Ja, naja, sagt sich Agina, mache ich jetzt nicht. Aga muss ich eh machen. Ja, komm, dann mache ich es halt jetzt. Oder er war noch nicht im Keller, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, also das Castle ist noch offen. Satomo hat bereits nach 18 Minuten ihr Butterschwert.
Also wertmäßig wirft dieser Seed ganz schön um sich. Ja, das ist sehr gnädig. Das ist sehr gnädig. Butterschwert unter 20 Minuten. Ich meine, die Blue Mall kriegen wir auch gleich. Ja, und das ist ja gerade eingefallen, als du dir Richtung Bogen unterwegs sagst, Moment, Boots habe ich ja noch gar nicht. Aber steht ja letztlich dann genau an dem Ort, der ihr weiterer Schritt sein sollte. Kurze Verwirrung. Labyrinth. Sind wir mal gespannt, was Paradox Cave für uns bereithält. Ja, mächtig wären natürlich jetzt die Mits oder so in der Paradox Cave gleich. Dann kann man Dark Death Mount mitmachen, schon die Checks machen für Turtle Rock, was wir für ein Medaillen brauchen und so. Also das wäre auf jeden Fall eine richtig mächtige Paradox Cave. Mhm. Auch alternativ der Hammer, der uns normalen Dark World Access dann gibt. Ja, mal gucken. Reaktion auf die Merle? Ja. Fühlt sie sich auch gut dabei? Weiß, dass wie sie es gespielt hat, war nicht das Schlechteste jetzt von der Kombination der Checks? Währenddessen Dinogiri jetzt im Tower. Ja. Und das ist jetzt gleich spannend. Wenn er seinen Hook findet, geht er auch gleich wieder zurück auf den Berg, auf seinen zweiten Dip. Oder er könnte ja auch die Möglichkeit sehen, er geht vielleicht jetzt Richtung Cat mal hoch, um das mitzuchecken. Weil er kann sich ja schon überall bewegen durch die Moonpearl. Mhm. Das ist nochmal interessant. Oder vielleicht gambelt er drauf und sagt sich, ich gehe Pot. Sagt, da ist vielleicht ein Hammer French Vanilla drin. Ich kann den Bottle Glitch und komme dann bis auf Helma komplett durch schon. Wäre eine Möglichkeit. Steht uns schon so einiges offen, wohin uns die Runner führen können. Mhm. Mit dem Hook kommt er ja dann auch rüber ins Village. Also eine Menge Checks hat er auf jeden Fall offen, wenn er nicht gleich wieder zurückgeht. Weil ich es mir schon durchaus vorstellen könnte. Muss natürlich dann dran denken, wenn er safe und quittet, dass er jetzt durch den Spiegel in der Dark World starten würde. Ja, vergisst man gerne mal nach Agar und wundert sich dann, dass man schon wieder auf der Pyramide ist. Mhm. Ja, das Vorspiegeln. Das ist wie, wenn man die Boots nach anderthalb Stunden findet und dann immer vergisst, die Boots zu nutzen, so nach dem Motto. Ist das Gleiche. So, jetzt schauen wir mal Saturno, ob sie... Na, okay, geht auch ins Basement. Okay, mit einem Herz. Ne, sie ein Try hätte sie für den Herapod sogar gehabt. Ja, kriegt jetzt hier den Kill, ist natürlich nicht so schlimm, da mit einem wahrscheinlich sogar einkalkuliert wurde. Mhm. Okay, will aber auch trotzdem das Basement machen für den Big Q und die Big Chest, so wie es aussieht. Ich hatte es eben bei Dinogiri gar nicht gesehen, wo das zweite Item war. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob es in der Big Chest war, aber ich meine nicht, weil die Big Chest hat er, glaube ich, geskippt gehabt. Das müsste in der Chest davor gelegen haben. Mhm.
Der Chat bestätigt es gerade in der, ich glaube, das ist die Vanilla. Ist das die Kompass-Truhe Vanilla? Ich bin mir gar nicht 100% sicher. Vermutlich. Ich glaube, die Kartentruhe ist die unten auf dem Podest im Basement, oder? Mhm. Gut, bei Dino Giri wissen wir auch schon, wie er mit Blue Balls beglückt wird. Ja. Jetzt macht Satono doch den. Ja, den Lehrer. Okay, sie kann auf jeden Fall. Ich war mir gerade gar nicht sicher, ob sie den kann und deswegen ins Basement gegangen, weil sie wollte wirklich nur den Schlüssel holen. Oh, da passt ein Pixel nicht. Na, jetzt geht sie doch den normalen Weg. Ja, es sind, was ist denn das, vielleicht 30 Sekunden oder so. Jetzt mit dem Butterschwert muss man ja auch die Gegner nur anhauchen, dann fallen die oben. Das ist vertretbar. Wenn man jetzt keinen Big Key hätte, dann kann man natürlich schön skippen mit das Basement. Mhm. Aber es ist kein großer Zeitverlust. Vor allem Dino Giri ist ja den gleichen Weg gegangen. Ja, bevor man jetzt irgendwie dann ein bisschen unkonzentriert ist, wenn es einmal nicht geklappt hat und dann es nochmal nicht klappt. Lieber den sicheren Weg. Und es waren nur ein 20er. Mal gespannt, was Dino Giri. Er bleibt auf jeden Fall erstmal da. Mhm. Wird dann, denke ich mal, Catfish machen. Auch okay, wenn Saturno natürlich hat nicht mitgezählt, oder? Weil sie hat ja beide schon raus. Stimmt, das war natürlich jetzt ein ungünstiger Zeitverlust. Ist ja vielleicht gerade auch eingefallen. Ja, das sah man schön. Dino Giri geht doch nicht zu Catfish. Wahrscheinlich, weil ihm dann auch noch die 50 Rupees für den Scamfish fehlen. Mhm. Und man das nicht noch ein drittes Mal weglassen möchte. Ein Trolldorm wieder mal. Also, das zählen wir schon mal mit. 1-0 für Trolldorm bei Satono. Die Nugiri hat es mit 0-1 abgeschlossen, aber wir haben ja noch die zweite Chance, dass er sich revanchieren kann. Hm. Na, da ist der erste Hit. Und da ist der zweite. Geht natürlich auch mit dem Butterschwert. Ja, also noch einfacher. Das ist angenehm. Habe ich bei Dino Giri gerade nicht gesehen, ob Graveyard Ledge was hatte. Nichts Großartiges, glaube ich. Ich hatte aber auch auf Saturno verstärkt geschaut, aber vom Tracking ist nichts Neues aufgetaucht. Deswegen wird es nur Rot gewesen sein. Ich bin mal auf die Right Side des Berges gespannt. Die hat ja immer irgendwas Schönes. Ja, das ist auf jeden Fall mit der spannendste Ort, den wir aktuell haben, auch wenn natürlich die Nugiri jetzt im Village of Outcast auch sehr viel spezielle Sachen hat. Hat aber nicht die Bumper Ledge gecheckt, um schon mal zu gucken, ob man da überhaupt nochmal hingucken muss. Kann natürlich auch, falls er nach Thiefstown geht, nicht vollständig abschließen. Geht aber schon. Okay. Früh rein. Ja, ohne den Hammer hätte ich persönlich die Runde nochmal durchs Village gedreht. Vielleicht liegt er da irgendwo. Ja, gegebenenfalls vielleicht sogar noch den Vorderteil von Skull Woods mal angesehen und wir sehen eine Flöte bei Satono. Mhm. Also nicht unwichtig, gerade jetzt auch für Geschwindigkeit. Das kann hier wieder hier und da die Sekunden bringen, die am Ende entscheidend sein können. Mhm. So wie es aussieht, war Aga dann doch required.
weder Mitz noch... Wir haben Agina und den Scamfish noch nicht gesehen, ne? Na gut, die bleiben natürlich übrig. Oder jetzt natürlich Spiral Cave noch. Ja, wobei Spiral Cave liegt hinter dem Hookshot und damit hinter Agger. Ja. Aktuell, von der Logik, ja. Ich bin mal gespannt, ob einem der lästige Check ganz im Norden oder ganz im Südwesten Acker gespart hätte so früh. Es lockt natürlich auch wirklich noch nicht viel in die Wüste. Wir haben kein Buch. Mhm. Mit der Flöte könnte man es jetzt kombinieren, aber auch das wäre nur ein Check, weil wir ja ohne Mitz noch nicht in die Maya-Area rüberkommen, um das Ganze schön zusammen zu haben. Ah, Dinogiri gambelt drauf, jetzt auch noch Thiefstone den hinteren Teil ohne Hammer zu machen. Ja, ich habe es gerade auch nicht gesehen, wie viele Items er schon raus hat. Kann natürlich auch drauf spekulieren, dass der Key oder Map oder Kompass dort liegen. Wo hat Saturno den Red Mirroring eigentlich her? Ich würde jetzt mal dann auf Paradox Cave vermuten. Nein, hatte sie bei Agger aber schon. Das weiß ich, weil Dinogiri hat ihn nicht gehabt. Ist mir gerade aufgefallen, weil er nämlich überlegt hätte, weil er den Pot nicht mehr hatte, um den Schalter zu drücken. Lieber eigentlich nur dann Sahasrara, oder? Ich glaube, das hat Dinogiri nicht geguckt. Ah, im Dark Cross, sagt BW Gaming. Ah, ja, Dark Cross. Okay, da war er nämlich, glaube ich, auch nicht. Er war nur unten im Keller. Ja, wobei, nee, im Dark Cross war die Map. Dark Cross war die Map von Hyrule Castle. Nicht spielentscheidend. Nicht spielentscheidend. Ja, ist ein Item, das hat man, weil man es hat. Es hat so seine ein, zwei Stellen. Jetzt bin ich gespannt. Macht jetzt den Check. Ja. Ah, okay. Sascha wird auch vermutet. Gucken wir mal. Und Dino hat jetzt noch einen Check. Wenn da jetzt gleich der Small Key nicht auftaucht, war sein Gamble auf jeden Fall... Ja, gut, weil er den Hammer auf jeden Fall nicht braucht für die Big Chest. Da ist er. Dadum. Und er hat natürlich auch beide anderen Items raus. Das heißt, irgendetwas wird er erstmal zurücklassen müssen. Achso, ich dachte schon, ja. Wo will Saturno denn hin? Aber sie hätte ja, ich hab's gerade auch überlegt. Bleibt ja nur die Möglichkeit. Für den Tag. Und vielleicht sehen wir dann das erste Mal Pott heute. Ja. Wobei ich mir jetzt auch gut Catfish vorstellen kann. Ja, ein paar Probleme bei Dinogiri, bei Blind, aber zum Glück hat er einen Burner von der Schaufel. Da ist das dann am Ende doch nicht so schwierig. Große Liebe und hat damit seinen ersten Crystal eingesammelt. Ah, und wir sehen gleich Catfish und ich hoffe auch Sora gleich hinterher, weil damit wissen wir auf jeden Fall, ob der Darkhold Access Agger required war. Ja, ich würde mich wundern. Das Geld ist da. Man kann natürlich jetzt, muss Saturno die beiden Waterfall-Fairy-Checks liegen lassen. Aber die kann man später gut kombinieren. Wir wissen ja, Ice Rod Caves sind die Flippers und dann unten direkt über den Strudel wieder hoch. Das ist super schnell gemacht. Und da lagen, glaube ich, zwei Herzteile drin. Also überhaupt nicht spielentscheidend. Ja, und mit der Flöte ist Ice Rod Cave jetzt auch nicht mehr ganz so außen vor.
Oh, die Mitz sehen wir bei Dino Giri unten in der Brewery. Damit können die schon mal nicht unser Dark World Access gewesen sein. Ja, das heißt, Ben das auf keinen Fall. Sora den Hammer. Weil Dino Giri kann jetzt die Smith-Chain machen. Obwohl Hobo kann ja immer noch den Hammer haben. Stimmt, du hast recht. Dino war nicht bei Hobo. Ja. Ist natürlich aber auch einer, der schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber es ließe sich zum Beispiel auf dem Weg zu Pott relativ angenehm kombinieren, einfach kurz runterspiegeln an der Stelle. Also Dino Giri könnte es zum Beispiel machen. Das geht. Ja. Und Satono findet nur ein sehr, sehr teures Herzteil. Tja. Poliert sie jetzt auf... Ne, sie geht nicht in die Icehot Cave. Geht wieder in die Dark World. Wahrscheinlich jetzt Pott, denke ich auch. Mhm. Gegebenenfalls auch mit einem Eastern Dip kombiniert. Ja, von der Itemdichte ist halt Pott jetzt relativ voll. Sie kann auch prinzipiell dann nochmal rüber nach Eastern da vorne die Front checken. Oh, also das aber sind die schon ganz Bottle gut. Ist leer. Die Bottle. Hast du sie beide schon geprüft? Ich hab's nicht gesehen. Also ich weiß, das eine war eine Biene, da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, okay. Dann war die zweite ja, okay. Nur eine leere Bottle. Ja, das sieht auch so aus, als würde es jetzt einmal... Ah ne, entscheidet sich deswegen um und geht auch ins Village rüber. Okay, weil ich dachte erst, sie holt sich jetzt eine Gu von der Hexe. Aber ja, ich glaube, ist man wahrscheinlich auch gerade dann so ein bisschen genervt, dass man das nicht eben erledigt hat, als man an der Hexe vorbeigelaufen ist. Ja, was, dann hätte es passieren können, wenn man auf ihr Geld guckt, 148 Rupees, da hätte man zwei und eine Blue Goo gekauft, hätte man zwei zu wenig gehabt, weil man kauft ja in der Regel Blue Goos. Das wäre ärgerlich gewesen. Ja gut, wir brauchen ja auch noch das Geld für unseren geldgierigen kleinen Torwächter in Pott. Und da hast du auch recht, da hast du auch recht. Wir sehen jetzt die Hype Cave. Die Schlacht wird uns diesmal enttäuschen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was sie heute bringt. Vielleicht hat sie ja die Boots oder den Hammer. Wir starten mit dem blauen Bumerang. Ein Bombus und dem Hammer. Ja, ja, ja. Ah, der liegt da natürlich schön am entferntesten Ort der Welt. Der Hammer, wo man als letztes hinkommt, ohne Hammer, wenn man so will. Ja, damit wissen wir aber nun auch, dass es ein Ager Required war. Genau. Mit diesem Hammer hat sich die Hype Cave auf jeden Fall rentiert und die Nigiri sagt, wenn ich schon hier bin, dann gehe ich gleich ins Swamp rein. Ich habe alles, was ich brauche. Muss natürlich oder sollte im Hinterkopf Left-Side auch noch behalten. Kann er jetzt natürlich nicht abkürzen, weil der Go-Mode noch nicht da ist. Also ist halt das längere Swamp-Play. Was hätte er dann noch machen können? Lass mal kurz überlegen. Er hätte Ice Palace machen können. Ja, ich denke, da fehlt ihm schon, der Sumaria, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Das stimmt natürlich erstmal, aber logisch hätte er es machen können. Ja, das stimmt. Sag mal, für die Diver Downs wäre der Sumaria auch ein bisschen angenehmer. Mit Bomben geht das auch. Ich glaub, den aber schneller mit dem Sumaria natürlich.
Den Dip in Skull Woods haben wir von Dinobiri auch nicht gesehen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nein, er war diese komplette Nordroute da oben oder um den Wald rum auf die Bumper Cave Ledge war er auch nicht. Genau. War Thieves Town und dann in den Süden. Saturno. Hätte eigentlich auch rausspiegeln können. Obwohl, nee, sie ist ja durch das Loch gefallen. Ach, okay. Okay, das macht man eben gerade, wenn man den Spiegel hat, immer selten eigentlich. Was mal. Ach, sie geht ohne den Bombjump zur Big Chess. Ich war gerade überlegen, warum fällt sie denn nochmal runter? Vanilla, ein Vanilla-Rod, das ist aber auch mal eine Ansage, ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Fund. Oh ja, oh ja, oh ja. Das, glaube ich, wird ein Last Locate für Dinogiri, weil das hebt er sich wahrscheinlich auf, weil er nicht hin will, solange er noch andere Sachen machen kann. Ich glaube, da macht er sicherlich noch Ice Palace ohne Somaria vor. Saturno auch sichtlich erfreut über diesen Fund. Ja, absolut. Man kann es nicht verübeln. Und jetzt kann man natürlich diese Ecke schon mal komplett von der Karte streichen. Na, nicht unbedingt komplett. Eventuell haben wir ja das Pet noch. Ja, genau. Okay. Zumindest in der Dark World. Wenn wir nicht über den Spiegel arbeiten sollten. Dinogiri sieht ein bisschen genervt aus, dass er hier den kompletten Weg über die Westseite laufen muss. Okay, macht auch nicht mit dem Diver Down, sondern geht den Vanilla-Weg. Was wir schon mal wissen, Swamp hat ja gerne mal in der Left-Side Schwerter. Das wird heute nix. Die haben wir ja schon alle gefunden. Naja, aber war jetzt überhaupt in Swamp schon irgendwas Brauchbares? Ich glaube nicht, oder? Nö. So nichts Brauchbares, ne? Aber gut, wir müssen es ja sowieso machen, von daher. Ja, aber die 2,5. Die 2,5, 3 Minuten will man sich natürlich gerne sparen in der Left-Side-Swamp. Und natürlich wäre es jetzt umso ärgerlicher, wenn hier auch absolut gar nichts liegt. Und damit hat sich das Thema gar nichts erledigt. Wir haben ein damit schönes Paar Schuhe. Damit haben wir den Bogen. Und das ist jetzt natürlich für Eastern und Pot wieder attraktiv. Also der Seed ist wirklich interessant heute. Beide Runner finden ja wichtige, unterschiedliche Items, die wahrscheinlich der andere fast schon wieder last locaten wird, ne? So, das ist vorstellen kann, dass Saturno zumindest nach Thieves Town dann auch den Weg Richtung Swamp gehen wird, mangels Alternativen. Ja, ich glaube, Eis wird sie auch noch nicht machen so früh. Sie hätte ja mit dem Fire Rod die Möglichkeit, auch schon reinzugehen dann später. Die Mits wird sie ja noch finden im Village. Ah, okay, dann sieht so aus, als Dinogiri wirklich den Diver mit Bomben nicht kann, weil er ja auch hier wieder Vanilla geht. Ja, es sind ein paar Sekunden, die man durch den Diver Down spart. Ist jetzt nicht der wichtigste Glitch.
Vielleicht ist er sich auch nicht ganz sicher und will dann wirklich nicht riskieren, da am Ende viel zu viel Zeit zu verlieren, beziehungsweise mehr Zeit zu verlieren, als er gewinnen würde. Hat auch, denke ich, keinen Grund, sich irgendwie aktuell hinten zu fühlen bei beiden. Beide kommen auf ihrem Weg, auch wenn beide relativ unterschiedliche Wege genommen haben. Dürfte niemand von ihnen denken, großartig behind zu sein. Ja, da hast du recht, genau. Genau. Was noch spannend werden könnte jetzt bei Satono gleich, wenn sie jetzt Thiefstown und die ganze, sag ich mal, Runde gedreht hat bis zur Hype Cave runter, was sie dann als nächstes macht, weil sie hat ja die Flippers noch nicht. Das heißt, Swarm steht hier nicht überhaupt nicht offen und Ice Palace ist nicht in Logik. Also da ist auf jeden Fall eine Einschränkung. Ob sie dann vielleicht Dark World Bergen wieder macht, weil sie sich sagt, ich gehe nicht in die Ice Rod Cave? Kann sein. Ja, stimmt, das mit den Flippers ist ein sehr guter Punkt, den hatte ich gerade gar nicht bedacht. Da hat sie auch noch ihren Last Locating Bereich. Könnte am Ende wirklich die Frage sein, findet die Nugiri eher den Fire Rod oder Satono eher die Flippers? Ich glaube, dass Satono wohl die Flippers eher findet, weil nach dem Berg ist ja wirklich dann nichts großartig mehr zu machen. Sie kann halt noch Eastern und Pot tippen, aber ohne Bogen, wo man weiß, da ist der Bogen, wo der Bogen liegt. Ich glaube nicht, dass es macht. Ja, ich denke mal auch entweder wird sie das vielleicht sogar von der Hype Cave aus gerade zurückspiegeln und dann schnell mit der Flöte noch ein paar Sekunden sparen, um rüber zu fliegen. Die Nugiri holt den Hobo nach. Bin immer gespannt, ob der vielleicht noch irgendwas Schickes hat. Würde jetzt zum Seed passen, immer auf irgendwelchen unangenehmen Positionen Progression. Nee, diesmal nicht. Haben wir eben nur das letzte Geld genommen. Aber was will der unter der Brücke auch mit seinen Rupees? Da kann er es ja auch nicht ausgeben. Ja, vor allem für was soll er es ausgeben? Tja. Dann will er hier groß sich Tränke irgendwann kaufen? Will er sogar Bomben kaufen? Und die Nugiri geht in den Ice Palace. Wartet wohl doch nicht den Sumaria ab. Hat, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, aber auch die komplette rechte Seite vom Berg liegen gelassen bisher. Ja, vom Routing, er hat ja den Hook ja auch erst später gefunden nach seinem ersten Dip. Aber jetzt kann er natürlich die Dark Side gleich mitnehmen. Ach, nicht die Dark Side, die Dark World Seite. Deswegen hat es mich gerade so überrascht, dass er dann doch den Ice Palace vorzieht. Also ja, vielleicht, ich sag mal, ist ein Dungeon, den musst du machen. Ja, warum nicht, wenn man es kann, dann ist das schon mal weg und vielleicht findet man ja die Progression da drin, die man braucht. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist er sich dann auch mit dem Icebreaker nicht so hundertprozentig sicher, dass er es nicht darauf anlegen will. Ja, aber dafür müsste er jetzt den Ice Palace Bomb Jump machen, der nochmal schwieriger ist als der Icebreaker.
So, ich denke mal, dann wird das aber Vanilla machen. Weil wenn er gerade schon die Dings nicht, wie heißt es jetzt, die Diverdons mit der Bombe hat, der IPBG ist schon knackig. Den fand ich persönlich immer deutlich einfach, weil den Icebreaker... Okay. Ist für mich mehr, wesentlich mehr Fummelarbeit. Ja, so scheiden sich die Geister. Ne? Der eine findet das schwieriger, der andere das. Ne? Aber wir werden es ja gleich bei Dino sehen, was er denn macht. Ah, er geht doch den normalen Weg. Ah, nee, er. Nee. Hat er den Schalter angelegt. Okay, den kann er, okay. Die Position passt aber gerade schon. Hm. Ja, doch. Hat er im Zweifel ja auch massig Herzen. Ja. Und Satono hat ihren zweiten... hat jetzt auch ihren... ersten Crystal Motte. Kann ich gar nicht. Ah, ne, doch, Motte war auch ein Crystal. Nimmt. Ah, ne, doch, war in der Brewery. Ich war schon gerade verwundert. Macht aber nicht die Smith Chain. Ja, okay, das Digging Game erst ist verständlich, ja, okay. Weil da kannst du den Schmied ja nicht mitnehmen. Ich bin gerade nicht sicher, ob Dino Kiri das gemacht hatte, weil ich dachte, er wäre direkt zum Schmied. Ich überlege gerade auch, ob er das ausgelassen hat, aber okay, es sind nur 50 Rupees. Selbst wenn er es ausgelassen hat, ist das ziemlich wurscht. Aber für den Fall, dass wir dann doch einen Pot-Dip sehen, aktuell haben wir auch preislich immer noch nicht große Geld, um noch eine Potion zu kaufen. Ja, aber ich sag mal, Dino Giri kann sich seinen Bogen regulär holen. Das heißt, Bottle Glitch ist für ihn auf jeden Fall vom Tisch. Ja gut, nee, ich meinte bei Satono, weil sie gerade 240 hat. Ja, man könnte sich eine Green Goo holen, das wäre noch drin. Ja. Na ja, gut, sie hatte die Flöte, das wäre ja kein großer Zeitaufwand. War schon gerade auf dem Weg ins Dorf, hat sich dann aber noch entschieden, den Schmied auf eine kleine Rundreise durch den Süden mitzunehmen. Damit er auch mal ein bisschen von der Welt sieht. Wie man da schon jahrelang eingesperrt war zwischen diesen Steinen. Läuft dafür den Weg dann, aber später vermutlich doppelt. Weil, ja, man hätte dann direkt abgeben und hätte jetzt auf dem Weg mit dem Einrounden gleich die Brotdose mitnehmen können. Ja, das stimmt natürlich. Jo, einen Versuch hat Dino Giri noch und der klappt mit dem Hook. Will sich vielleicht noch so ein bisschen die... auf den Hammer spekulieren, damit sie nicht Hammerpacks so ein bisschen außen vor lässt. Aber den hat sie dann jetzt auch gleich. Und kann dann auf dem Rückweg den Schmied abgeben. Hammerpacks. Jo. Magic Bat. Stimmt, Magic ja Bat ist auch in Logic. Haben wir noch nicht gesehen bei Dino, ne? Ich weiß nicht, nee, er hatte ja den Schmied vorher abgegeben. Dose auch, glaube ich, nicht mitgenommen, ne? Jetzt gucken wir mal, wie er sich bei Cold Sash schlägt. Hat kein Fire Rod.
Kann dadurch natürlich am Anfang nicht schön in die Ecke treiben und ordentlich Hits machen. Halbes Herz, jetzt wird's eng. Keine Safety-Items mehr. Erster ist down. Und das war auch gerade ganz knapp mit dem Eis, was von der Decke kam. Und der Super Speed auf einem der Puffel. Ja, das ist ärgerlich. Das kostet viel Zeit. Coldstair wieder rein. Vor allem jetzt ohne den Somaria. Das dauert. Er sagt sich auch, nee, da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ich habe bei den Keys nicht mitgezählt. Sind wir Somaria-locked aus Logik? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, können wir ja gar nicht, oder? Kann man überhaupt zu Maria sein, wenn es doch Hookshot lockt, oder? Ja, wir sind ja mit dem IPBG vor durch, damit umgehen wir das Thema eigentlich. Ja, das wäre jetzt noch interessant. Ich habe nämlich nicht mitgezählt, wie viele Keys er rausgeholt hat. Oder ob er alle Items raus hat, anders, so könnte man das auch sagen. Ob da noch irgendwas Wichtiges liegen könnte. Verläuft sich gerade auch ein bisschen auf dem Berg. Vielleicht wirklich noch gerade so gewisse. Och, die Deadrocks ärgern ihn noch. Nach dem Tod fühlt er sich jetzt natürlich nicht gut, ne? Das ist jetzt beginnt langsam der Stress. Ja, das wird ihn so gedanklich sicherlich zurückgeworfen haben. Gutes Stück. Weil sonst aus seiner Sicht bis jetzt, bis zu dem Tod, denke ich mal, war sein Grundgefühl erstmal gut. Er hat viele gute Items in Reihe gefunden. Muss jetzt nichts double dippen oder so. Also das war eigentlich aus seiner Sicht eine gute Sache. Und auch bei Saturn ist es ja ähnlich. Also. Ja. Wird eigentlich für beide so gedanklich gut ausgesehen haben. Zumindest bis gerade dann. Und durch Dino werden wir wahrscheinlich auch gleich das erste Mal sehen, was wir für ein Medaillon brauchen für Turtle Rock. Ja, wir haben erst ein Medaillon raus. Könnte noch eine gewisse Medaillon-Hand am Ende geben. Je nachdem auch, ob Maya und Turtle Rock Crystals oder Pendants sind, könnte uns das natürlich noch in GT führen. Aber wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand malen. Ich glaube, wenn man den Chat fragt, schon. Wir können es natürlich als Ausgleich dafür geben, dass er beziehungsweise es würde dazu passen, dass der Chat ja schon so ein bisschen, dass der Seed schon so ein bisschen Last Locating Anmaße hat durch die versteckten wichtigen Items an gewissen Orten. Ja, was natürlich jetzt auch noch richtig, richtig gemein oder übel wäre, je nachdem, wie man es sehen möchte, wäre in der ersten Chest der zweite Bogen jetzt in Pott. Ich weiß auch gerade nicht, hat Satono sich eine Gu gekauft? Nicht, dass ich wüsste, nein. Aber dann kann die Reise ja ganz schnell jetzt zu Ende sein. So, kurz scheinbar weg. Aber wieder da. Okay, Ether auf Turtle Rock. Das heißt, das fehlt uns noch. Vielleicht hat Super Bunny Cave und Hookshot Cave etwas Nettes anzubieten. Was lag denn oben auf Floating Island? Das habe ich vergessen. Irgendwas in meinem Kopf sagt gerade Pfeile, aber ich könnte es nicht beschwören. Ich dachte, und mit so einem halben Auge hätte ich sowas gesehen. Ja, aber auf Bumper Ledge hatten wir, glaube ich, nichts von Wert. Hm.
Ne, Dino war noch nicht bei der Bumper, soweit ich das weiß. Das heißt, er weiß es noch gar nicht. Ja, gut, er, für ihn ist natürlich... Wenn sagt, 50 Rupees waren auf Floating Island. Und da ist der Somaria. Eigentlich... Der zweite Bogen. Ha. Das ist jetzt interessant, weil den kann Saturno ja gleich natürlich auch noch auf ihrer Suche von finden, vor allem von der Checkdichte. Ist der Berg ja durchaus attraktiv. Jetzt stellt sich dann wahrscheinlich wirklich so die Gewissensfrage, geht man dann wirklich nochmal zurück, um die Silvers zu holen, oder macht man lieber den Silverless Scan and Fight am Ende? Ja, das könnte eine Frage sein, ja. Vor allem, jetzt können wir natürlich auch ein bisschen weiterspinnen. Wenn Saturno da ihren Bogen findet und sie kommt durch den Seed durch und Desert ist auch nicht Bootslock, dann könnte sie sogar die Left Side komplett swappen und ohne die Boots durchgehen. Das wäre aber auch, das wäre interessant, ja. Ja, da hat's Dino auch noch spannend gemeint, mit dem halben Herz. Aber nichts Nennenswertes in Spike Cave. Jetzt spiegeln uns safe und quit. Gerade wo will er hingehen? Ah, die Maya Area bei Saturno. Okay, schauen wir mal, ob wir, welchen Medaillenhand wir da haben. Wir schauen, was neben der Kirche vergraben wurde. Okay, Bombos kommen wir rein. Saturno kann es auf jeden Fall nicht abschließen und ich hoffe, den Somaria zu finden. Der liegt hier auf dem Berg. Ich denke jetzt erstmal nicht mit einem Maya-Dip. Was könnte es Ekliges geben heute noch? Lass doch mal überlegen. Wie wär's mit einem Blind Pet Bull fürs Ether? Das wäre doch auch mal was Schönes. Weil ich weiß, aber ich weiß nicht, ob Turtle Rock, ob das Pendant ist oder nicht. Vielleicht sehen wir das aber sowas oder ist es nötig? Das wäre natürlich. Wäre noch eine charmante Sache. Sagen wir's möglich. So. Aber Dino Gier hat auf jeden Fall eine Frage beantwortet. Er hat sich seine Silvers abgeholt. Ist natürlich. Darf man ja auch nicht vergessen, für manche Bosskämpfe. Eine ordentliche Zeitersparnis. Ja, Witty vor allem. Auch Helmer braucht. Okay, Helmer mit dem Tempered ist eigentlich raus. Da kann man ja auch drauf slashen einfach nur. Aber für Witty ist es ganz schön. Für Argus kann man es nutzen. Ice Armor Knights. Also es gibt. Silvers sind schon eine super Sache für viele Sachen. Saturno hatte kurz gedippt, jetzt habe ich aber gerade nicht gesehen, ob wir bootslocked waren. In Desert. Dessen Tenugiri hat nun auch seine Flöte eingesetzt. Ah, der Small Key war auf der Torch. Danke, Porchi. Okay, Saturno hat es nur aufgemacht, Maya. Ich dachte schon, sie geht rein und fängt jetzt, sag ich mal, dann unnötigerweise mit dem Double-Dippen an. Er ist natürlich jetzt hier ein bisschen nervig, ohne die Flippers den Weg zu finden, den kürzesten. Und ist jetzt was Checkerboard-Käfert. Währenddessen Dinogel nun auch in der Maya-Area unterwegs ist. Ja, er kann es abschließen dafür. Ich denke mal, macht er auch.
will, denke ich mal, noch kurz Checkerboard Cave abklären. Ja. Hat, glaube ich, auch Agina noch nicht, ne? Ich glaube, das war nur Satono. Mhm. Ich glaube, Satono will jetzt doch rein. Oh, okay. Oder vielleicht spiegelt sie, um nach Desert reinzugehen. Gucken wir mal. Nee, sie war sie ja eben. Okay. Ja, stimmt ja. Ah, das ist natürlich für zwei mögliche Items ein meiner Meinung nach eher nerviger Dungeon. Ja, als Go-Mode ist er, geht's eigentlich, wenn man Glück hat und einen Gottmeier erwischt. Mhm. Aber wir haben ja noch keinen Go-Mode, deswegen werden wir trotzdem die beiden Items sehen, denke ich mal. Ja, sie wird jetzt hoffen müssen, dass sie früh erscheinen. Keine Cutscene. Bleiben wir weiter bei der Frage Flippers oder Fire Rod. Was taucht zuerst auf? Denugi kann jetzt natürlich auch mit seinen Boots Desert erledigen. Also ich denke, wenn man jetzt so die Items sieht, die beide haben, glaube ich, dass Dinogiri sein Fire Rod eher findet als Satono die Flippers. Er kann jetzt eigentlich alles recht gut runterspielen und muss dann irgendwann zwangsläufig halt nach Skullwoods rein, außer er grast die ganze Overworld ab. Deswegen denke ich aktuell, dass er das zuerst findet. Ja, er spart sich auf jeden Fall hier nahezu jeden Double Dip außer Ice Palace. Letztlich so von den Gesamt-Items sind wir eigentlich von ein Go-Mode-Szenario noch ein Ice Rod und ein Ether. Ja. Entfernt. Für Satono wäre das Ether hier jetzt, glaube ich, mit das Schlechteste, was hier passieren kann, weil irgendwann wird sie ja den Dark Death Mountain anschließen und könnte dann prinzipiell nach Turtle Rock rein. Mhm. Das heißt, da lässt sie weiter in Boots liegen und die Flippers. Vielleicht finden sie da den Ice Rod möglich, ja. Aber trotzdem lässt sie dann andere Sachen erstmal noch liegen eine ganze Weile. Hat jetzt den Biki, nimmt aber die Cutscene-Chest noch mit. Und stirbt. Ui, hat sie eine Fee? Nein. Nee. Aber sie und sie geht nochmal, okay. Ja, wahrscheinlich hofft sie jetzt, einen French Vanilla Sumaria zu finden, gambelt drauf, weil wir hatten ja schon den Vanilla Fire Rod. So, das Einzige, was bleibt, außer natürlich eines der anderen Items, wo wir wissen, dass es die nicht sein können. Dino holt sich sein Green Pendant in Desert ab. Das eine, was wir kannten. Könnte dann natürlich, wenn Turtle Rock ein Medaillon hat, am Ende den Weg über GT dann haben. Das wird die mal in umgekehrter Reihenfolge sehen. Beziehungsweise, ja, wenn man GT fertig hat, wird man ja auch noch aus der Area vertrieben. Oh, Dinogiri. Zweimal hintereinander den Mirror Bump. Bonk, nicht Bump.
Jetzt hat er nur noch eine Chest offen, überlege ich gerade. Ich überlege gerade, eben, wo war sie denn noch nicht? Also eigentlich. Wo möchte sie denn hin? War sie schon sie hat den Fackelraum? Sie hat die Cutscene-Chest ja eben nicht machen können. Ach stimmt, sie war ja gestorben. Ja, sie ist nochmal neu reingerannt. Das war ich gerade auch verwirrt, ja. Ja, da lässt sie halt jetzt eine Menge Zeit liegen für den, für die Handvoll Checks und auch nur ein Item oder sowas hier noch ist. Da, ne, da wäre der Berg eigentlich attraktiver für sie. Mhm. Wird es zumindest belohnt. Das ist das mit der hier, das keinen Wert für uns hat. Kein Quake heute vermutlich im Einsatz. Muss ich jetzt noch eine Potion ab? Potion, okay, wird das jetzt vielleicht ein Bottle-Glitch, ich weiß es nicht, oder einfach nur Safety? Doch nur Safety. Gucken, wo möchte sie denn jetzt hin? Ich weiß gerade auch nicht so ganz. Hat sie Graveyard-Glitch schon? Ich meine ja, das hatte sie auf ihrem Weg ins Village gemacht, bevor sie den Hammer hatte. Stimmt. Ich verstehe gerade nicht, wo sie hin will. Ah, Hammerpacks. Nee, die Big Chess. Das ist natürlich auch nochmal ein ordentlicher Zeitfresser. Oder hat sie sich vertrackt, dass sie nicht hoch auf den Berg will jetzt? Weil für eine Chess hier reinlaufen, boah, das kostet auch wieder viel, viel Zeit. Wir wissen, es ist ein Item, aber aus unserer Sicht kann es ja dann von Bedeutung nur noch der Ice Sword oder eben Aether sein. Und gegebenenfalls das braucht sie eigentlich, um jetzt wieder reinzukommen ins Match, ne? Weil aktuell würde ich sie eher hinten sehen. Ja. Dadurch, dass sie gerade einige Double Dips produziert. Nur eine Half-Magic an sich gerne, aber nichts, worüber sie sich jetzt freuen wird. Nee, das ging nicht auf das Gamble. Ja, okay, und jetzt kommt der Berg. Das ist erstmal aus ihrer Sicht auch das nächste mit den dichtesten Checks. Ja, wird jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen bekommen, aber nicht die logische Progression, die wahrscheinlich logische Progression. Je nachdem, wenn sie jetzt nach Turtle Rock reingehen sollte. Kann sie aber ja gar nicht, weil ja das Ether noch fehlt. Ah ja, stimmt. Deswegen der Somaria wird sie vermutlich auch nicht erfreuen, weil sie weiß, den hätte sie vorher haben können, um Maya komplett fertig zu machen. Mhm.
Ist dann die Frage, ob sie direkt wieder zurückgeht, um das hinter sich zu bringen. Naja, das wäre aber nicht das Schlauste. Ja, sie muss ihren Weg zur Ice Rod Cave finden. Giri holt sich noch ein bisschen Herzen von der Antifee, der Verwandelten. Und dann sehen wir gleich unseren ersten Witty-Fight. Ja, aber mit Silvers ist das eigentlich relativ angenehm und einfach. Mhm. Gerade mit Cape, mit Tempered könnte man auch gut durchrushen, aber Silvers sind natürlich noch ein Ticken. Eben, also er könnte alle möglichen Strats machen, die ja möglich sind in dem Sinne. Aber Silvers ist eigentlich immer noch das Schnellste. Ja, Bitty schießt schnell um sich heute, aber ist auch schnell down. Ups. Saturn überlegt gerade. Nimmt sich den nächsten Versuch in Hades und of Darkness. Weil ich gerade, war sie groß drin eben, ohne die Bottle? Oder war sie nur in Eastern? Nee, glaube ich nicht. Nee. Na gut, sie hat ja jetzt zumindest ihren Bogen. Von daher. Ist sie da ja auch gar nicht mehr auf den Bottle Glitch angewiesen. So viele Möglichkeiten, um, sag ich mal, jetzt näher ran oder wieder an Dinogiri vorbeizukommen. Aus eigener Kraft sind jetzt gar nicht mehr so viele da, weil es ist eigentlich nur noch das. Das Ether Gamble oder der Ice Rod. Mhm. Irgendwo, ne? An einem der beiden wird es am Ende hapern. Bei wem auch immer. Ich weiß gar nicht, hatten wir von Dinogiri überhaupt ein Potplay gesehen? Nee, der war noch gar nicht in der Area. Also ich glaube, der hat auch Safran noch nicht gemacht, oder? Ja, stimmt, der hat noch nicht den roten Red Meringue. Vielleicht ja, jetzt, sehen wir sag ich mal, jetzt in Pot, ja, eins der verbleibenden Items. Ja, bei den Checks ist es gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Mhm. Aber wenn da eben unsere Progression liegt, die wir noch brauchen, die wird Dinogiri auf dem Weg ja genauso finden. Also eben für Saturno muss man eher hoffen, dass er irgendwo liegen, wo sie jetzt ein Gamble drauf eingeht. Mhm. Ja, da muss ich schon so ein bisschen aufs Pad hoffen und natürlich dann aber auch entsprechend Richtung Pad auch spielen. Und aber dafür brauchst du auch wieder Ice Rod Cave, denn Desert ist bootslocked und damit braucht sie eben von Left Side Zone eben ihre Boots. Ja, es ist schon ein bisschen unangenehm in der Situation, wenn sich eben solche Sachen dann auch noch zieltechnisch etwas gegen sie stellen. Dinogiri folgt jetzt auch.
Wir hatten auch, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, 2 Bottles in Pot. Sind damit auch schon bei allen 4. Und für Dino Giri an sich, der nicht vorhandene Fire Rod tut ihm aktuell auch noch gar nicht weh. Er kann echt gut runterspielen zurzeit. Und es würde mich sehr stark wundern, wenn er ohne Fire Rod nach Turtle Rock geht und nicht wenigstens mal reinschaut nach Skullwoods. Ich denke auch, die Front will man dann doch irgendwann zumindest erledigt haben. Dann sehen wir jetzt Satono gleich Richtung Helmer marschieren. Das heißt, er muss ja unten noch. Aber das können ja eigentlich nur noch 2 Keys sein. Ja, einen brauchst du ja noch für Helmer, deswegen ist das erstmal ja in Ordnung. In der oberen Vanilla BK Chest kann ja jetzt nur der Verbliebene sein. Genau, und der lockt sich in dem Sinn selber. Genau. Ja, aber allein an den abgeschlossenen Dungeons kann man schon sehen, Dino Giri ist ein gutes Stück vorne weg, ne? Und er kann ja vor allem jetzt auch die Sachen abschließen. Das ist sein Vorteil aktuell. Na gut, EP können beide direkt erledigen und Pot. Aber ja, logisch kann Satono immer noch nicht. Sie könnte Fake flippern, wenn sie möchte. Aber logisch fehlt ihr ja immer noch der Gang in die Ice Rod Cave. Ja gut, für Ice Palace meinst du? Ja, du hast doch IP gesagt, oder? Habe ich mich verhört? EP meinte ich. Ach, EP, okay. Okay. Ja, also die beiden kann sie jetzt erstmal abschließen, aber dann wird so langsam der Sprung nach in die Ice Rod Cave erfolgen müssen. Wenn sie eben nicht noch zumindest noch den Ice Palace einschiebt. Ich glaube, out of logic wird sie es nicht machen. Das würde mich jetzt wundern, weil an dem Punkt, wenn sie da gleich ist, sie weiß, ne, für Swamp braucht sie die ja so oder so. Da würde ich erstmal die Flippers noch suchen. Weil alles, was sie danach noch sucht, kann sie ja nicht in Ice Palace finden. Eh nicht. Ja, und eigentlich, wenn sie in die Richtung Ice Palace geht, dann kann sie auch gleich noch die Ice Rod Cave über den Flötenspot miterledigen. Das wäre einfach schon zu naheliegend, um es nicht zu tun. Und Helmer geht down und hat was für uns? Ein Crystal. Tja, also da haben wir auch noch nicht unser Ether und unseren Ice Rod. Ja, und die Frage ist natürlich, ob der dritte Pendant dann in Turtle Rock ist. So ein Map-Check wäre halt mal super gewesen, dann wüsste man es wenigstens. Dann hätten wir so viel schöner aufs Patch spekulieren können. Was könnte da liegen und Hick und Hack und Hook? Andererseits könnte es uns natürlich auch die Spekulationen sehr schnell erledigen. Ja, aber dann sonst nachher freut man sich so aufs Pad und dann lässt es der Sieg gar nicht zu. Das wäre ja gemein. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, würde ich spielen, wäre ich jetzt in dem Status dann auch so durchaus mal interessiert, ob der Ice Rod zwingend vor GT benötigt wird oder erst gegebenenfalls danach.
Stimmt, hast recht, das ist ja auch eine Möglichkeit. Es kann ja beides in GT liegen, ne? Ja, auch wenn man, glaube ich, ungerne, wenn man den GT theoretisch schnell mit einem Big Key erledigen könnte, dann noch alles nach dem Ice Rod abgrasen muss. Vor allem wäre das eins der wenigen Momente, wo wir vielleicht mal in GT die Big Chest sehen. Ja, das ist natürlich in dem Modus ein seltenes Glück, dass man mal dazu kommt. Der Chat meinte gerade, er hatte ein bisschen geschielt bei den Runnern direkt. So wie es aussieht, ist nämlich Turtle Rock Pendant und damit ist das, was wir gerade spekuliert haben, möglich. Damit kann es nämlich nicht das Pet sein mit den beiden Sachen, aber GT. Ich war gespannt, ob uns der Seed zumindest diese kleine Trolligkeit gibt. Ja, ich denke doch schon. Saturno hängt ein bisschen bei den Argus Knights. Den Armus Knights entscheidet sich nun für einen Burner-Kill. Ja, das ist ja auch eine recht simple Sache. Man muss halt recht wenig aufpassen. Warum sie jetzt aber keine Pfeile genommen hat bei noch 19 Stück? Komisch. Die Silvers sind für Saturno auf der Agar-Ledge. Da müsste sie noch hin, kann sie aber noch nicht, weil sie keine Boots hat. Für die Boots bräuchte sie wiederum erst den Swamp-Zugang und der ist in Icewood Cave versteckt. Aber da geht sie jetzt hin. Endlich geht sie dahin und holt sich ihre Flippers, die sie dringend braucht. Könnte auch da bin eine ich jetzt gewisse Erleichterung zu sehen sein. Ich denke eher Ärger. Ich sag Ärger. Oder das. Weil nach anderthalb Stunden bei quasi der bei den Flippers, die man sofort haben könnte, ich glaube, das ist nicht gut. Ja, das sah auch eher danach aus. Ja, dezent, aber ich glaube, sie spielt jetzt auch erstmal noch ein Ice Palace und noch nicht Swamp, einfach weil sie keine Lust auf Left Side Swamp hat, was sie aber ja spielen muss, wie wir wissen. Aber ist ja auch letztlich erspart der Swamp-Besuch ihr, gibt ihr keinen Vorteil im Ice Palace. Oder macht sie jetzt noch die Waterfall Fairy? Ich glaube, der Stream hängt gerade nur. Ja, aber weil sie gerade so noch von Richtung Westen abgebogen ist. Ja, das sehen wir gleich, wenn es wieder läuft. Kann auch sein, dass sie dann nur die Insel kurz gecheckt hat. Ja, DP ist bootslocked. Da haben wir den kleinen Schlüssel. Er hat Hobo nachgeholt. Okay. Okay. Ja, die Waterfall Fairy hatte sie ja auch noch nicht gemacht. Was macht sie denn jetzt? Da bin ich mal gespannt. Okay. Ah, okay. Sie flötet nur zurück. Ja. Ein paar Sekunden sparen. Dino gehen die Pfeile aus. Aber ja, mit dem Tembad ist das an sich auch kein Problem mit Helmer. Das ist auch, ich glaube, zwei Spins müssten es, glaube ich, sein. Bin mir nicht ganz sicher. Deswegen, das geht. Hat ihn nur noch down. Ja, das Schöne ist, der Ton hat von jeder Farbe eine Gu dabei. Dann hat man die freie Auswahl. Ja, stimmt. Pi hat uns Rot und Grün geschenkt. Geht jetzt zurück, will also dann doch das Ice Palace Play. Hm.
Ja, mit den Items, die sie jetzt hat. Sie hatte eben den Somaria, damit ist der deutlich angenehmer zu spielen. Aus meiner Sicht verständlich, wenn man eben darauf hofft, dass man in die Left-Side von Swamp nicht rein, rein muss. Mhm. Bei Dinogiri beginnt dann gleich die große Suche, wo der Fire Rod versteckt ist. Wissen es natürlich. Mhm. Aber wann wird er Vanilla denken? Er hat ja jetzt gleich nicht mehr so viel Auswahl. Ja, stimmt natürlich auch. Skull Woods kann er endlich mal dippen. Ne? Da liegen ja nur zwei Items, das ist echt nix. Ja, und jetzt extra auf Turtle Rock hingehen. Ja, aber bringt die mir auch nichts im Internet rein. Ah ja, stimmt. Er kommt ja auch nicht rein, also er hat ja gar nicht die Option. Er kann höchstens noch Overworld abgrasen. Ja. Aber da fehlt dann auch nicht viel. Oder Cold Stare könnte er noch machen. Aber spätestens danach haben wir wieder das gleiche Problem. Ja, bin ich jetzt gespannt, wofür er sich denn entscheidet. Ob er sein Crystal nachholt. Ich sag mal, ich könnte es auch verstehen, wenn er Ice Palace macht. Er muss den Crystal eh haben. Ne? Da kommen wir nicht drum herum. Er könnte dann noch die Red Bomb irgendwo mitnehmen, weil dann haben wir alle haben wir nicht alle Crystals. Wissen wir eigentlich, was Red Crystals sind? Nö, ne? Nee, dadurch, dass wir ja gar nichts wissen. Yeah. Das wäre natürlich auch ein valider Grund, mal auf die Karte zu gucken, um zu wissen, ob man gegebenenfalls schon die Red Bomb erledigen kann. Ja, vielleicht hatten es die Runner mal zwischendurch mal gemacht. Wir haben es nicht mitbekommen, ist ja durchaus möglich. Mhm. Oder mal im Pausenmenü gesehen, dass man vielleicht schon beide hat. Kann auch sein. Zumindest bei Dinogiri wäre die Chance gleich schon relativ hoch, wenn Ice Palace oder Skull Woods nicht dabei ist. Na, der Chat hatte gerade gesagt, dass Dinogiri schon einen hat und Saturn nur noch keinen und damit muss Ice Palace auch ein Red sein. Okay. Ja, da für eine Millisekunde habe ich mal das Menü gerade gesehen. Aber das war zu schnell. Naja, okay. Dinogiri macht jetzt. Den Silvers schafft auch nicht die perfekte Runde, aber. Ja, das. Sind immer mal kleinere Sekunden. Ja, man kann auch mal daneben. Das wird am Ende nicht das sein, was ihm Zeit kostet. Glaube ich jetzt auch nicht. So, jetzt schauen wir mal. Was macht er denn jetzt? Was hat er vor? Er überlegt gerade, er weiß auch noch nicht. Ja. Flut, okay. Flut könnte Village of Outcasts heißen. Wird der Ice Palace. Ja, okay. Er muss es machen. Wie wir wissen, hat er dann auch die Red Bomb noch frei. Ist jetzt kein schlechtes Play, würde ich sagen. Ja, und man will es dann auch gerade hin nach dem ersten Tod an Cold Stare aus dem Weg haben. Nicht mehr dran denken müssen. Ja, genau, aber Saturn muss jetzt auch Somaria jetzt vorlegen. Dabei. Dann können wir mal gucken, wie sie sich schlägt, aber genug Goose hat sie ja. Das ist nicht das Problem. Fire Rod plus Half Magic, das sollte eigentlich ein ganz angenehmer Fight werden. Ja, denke ich auch. Das wird, denke ich mal, sehr schneller, kurzer Prozess.
bei der Menge an Goose könnte man sogar einfach mal so eine verschwenden, wenn. Aber das wird gar nicht nötig. Ultraschnell. Aber es ist kein Item drauf. Mhm. Okay, dann hat er nämlich alles schon rausgehabt und ist deswegen auch nicht mehr reingegangen. Oh, der Pilz könnte natürlich das Aether oder den Ice Rod haben. Wie in Saturnus letztem Spiel, wo auch eins der entscheidenden Items auf dem Pilz lag. Das ist... Ja, mal gucken, ob wir es wieder haben. Ich glaube, das wird's auch direkt Pilz checken jetzt. Her? Ice-Tea. Achso, oh, okay. Dann hat Dinogiri den aber nicht daraus geholt, oder? Nee, ich glaube auch nicht, weil er ist nicht getrackt und er hat ihn auch noch nicht eingetauscht. So. Saturno geht aber auf die Red Bomb erstmal. Ja, nee, Swamp müsste das sein, ne? Ja, Swamp. Achso, ja, stimmt, sie hat ja jetzt ihre Flippers. Dann ja, ist das ist Swamp auf jeden Fall wichtig. Das ist wichtig, das ist wichtig. Jetzt erledigen, was zu erledigen ist. Ah, und Dinogiri holt dann nämlich auch Ice-Tea jetzt nach. Wenn er so spät jetzt im Spiel muss das machen, ne? Geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Saturno dürfte sich dann auch gleich mit den Boots einiges dann öffnen. So vom Seed her mit DP. Kann dann gleich Maya mitmachen. Fertig machen. Mhm. Dino muss. Wird danach. Wird er erst die Red Bomb machen oder wird er Skullwurz? So wie er sich von Skywards fernhält, würde ich schon fast tippen, dass er noch die Red Bomb mitnimmt. Ist natürlich dadurch, dass Acker 1 schon da ist, auch nicht ganz so lange. Ja, man geht ja einfach nur hoch. Das ist ein sehr, sehr schneller Check. Eben. Und da wir immer noch zwei Items suchen, ja, kann das die Lösung sein. Vielleicht sogar beides drin, wer weiß. Dino muss ja sogar noch auf drei Items spekulieren. Richtig, richtig, richtig. Den Fire Rod hat er ja gar nicht. Aber bis jetzt musste er ja noch nicht nach Skywars. Er konnte eigentlich alles gut runterspielen. Mhm. Musste jetzt nicht viel Overworld machen. Hat die eigentlich immer gut einkombiniert. Ach, und da hat ihn mal wieder der Eisbrocken getrollt. Naja. Naja, sein größter Zeitverlust war halt wirklich der erste Tod bei Colstair. Mhm. Ah, hat auch wieder ein paar Probleme. Kann natürlich wieder nicht mit Fire Rod spielen. Nee, aber wenn der erste Puffel weg ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal viel, viel einfacher. Ja, jetzt der zweite, also da lässt er nichts mehr anbrennen. Ja, das. Und die Revanche ist geglückt. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt erstmal den Pilz macht. Oh, Saturno. Und sie geht. Geht sie Left Side oder geht sie jetzt nicht? Nee, sie geht erstmal nach hinten. Okay, erstmal Argus, okay. Kann man vom Routing machen. Erst hinten reingehen, hoffen, dass man findet, was man sucht. Aber dann hat man natürlich den längeren Weg zur Left Side, weil man den Key nicht mehr hat, um oben rum erst zu gehen und mit Diver down. Ich überlege gerade, aber es waren beide Items left, waren normale Items, also Boots und noch irgendwas anderes, also glaube ich auch nicht, dass sie dann darauf gambeln wird, dass sie das zurücklässt bei zwei Items. Nee, das ist nicht, vor allem sie hat ja auch kaum noch was offen, was sie machen kann.
So, Dino Giri geht wieder an Linkshaus in die Dark World. Mal gucken, was macht er. Red Bomb? Ich denke. Oh, was natürlich auch noch sehr gemein sein könnte, wenn in GT das Buch liegt und wir haben einen Vanilla Ether. Das wäre auch noch lustig. Oder gemein, je nachdem, wie man es sieht. Ja, der sieht, kann noch einiges bereithalten. Können natürlich auch noch ein bisschen unangenehmer sein, wenn es dann auch noch irgendwie auf dem anderen Tablet ist, das nochmal. Auf dem Bomboss wäre nochmal noch gemeiner, ja, ganz auf jeden ungünstig Fall. Liegt. Ja, und er denkt nicht dran, er kann den schnellen Weg nehmen, geht aber den. Stimmt. Ja. Den. Theoretisch geht der andere Weg ja auch Vanilla, ne? Ich überlege gerade. Ja, eigentlich. Ja, stimmt, das würde auch Vanilla gehen. Das ist ja keinerlei Trick oder was weiß ich was. So, schauen wir mal. Nope. Nee. Doppel-Nope. Nur Liebe. Ja, genau wie die Waterfall Fairy. Die hat aber nur zwei Herzteile. Das heißt, die Fat Fairy hatte wenigstens ein Ganzes noch dabei. Ja, aber auch angesichts von 17 Herzen. Ja, also. Sind wir da schon reichlich bedient. Saturno hat auch schon einige Herzen liegen lassen. Kann man Gennen bald schon mit Kopfnüssen ausnocken. So, das. Ach, jetzt nimmt er genau den Pilz gleich mal abgeben, ne? Weil Catfish war er ja auch noch nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Sora auch nicht. Das hat nur Saturno gemacht. War Saturno, oder? War jetzt aber nicht Left Side. Nein. Ah, oh, was macht sie denn da? Bitter. Sehr, das. Sehr bitter. Oh. Das ist wirklich nicht gut. Nee. Nee. Ja, sie folgt halt dem Somaria, denkt vielleicht Witty irgendwas. Ah, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, das ist richtig. Das ist das ja, das Schlechtmöglichste, was gerade passieren konnte für sie. Aber jetzt lass mal überlegen, was haben wir denn außer GT denn noch alles offen? Weil Dino Giri hat immer noch keinen Ice Rod und auch noch keinen Ether. Das scheint so zu sein, dass die in GT beide liegen. Ja, es ist. Können natürlich sein, eins in GT und der Rest dann in. Beziehungsweise Ether in GT und der Ice Rod dann in Turtle Rock, aber. Ja, was der Chat gerade fragt, haben wir das Green Pendant gesehen? Stimmt, das Abgeben? Das haben wir noch nicht gesehen. Ich bin mir nämlich gerade auch nicht sicher, weil beide waren, also Dino Giri war ja nach Desert in der Area drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Er war auf jeden Fall bei Sascha. Das heißt, eigentlich müsste er es abgegeben haben. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber er holt sich noch seine Water Checks nach. Aber das Pet ist auf jeden Fall schon mal tot, so. Das wissen wir. Weil da kann jetzt nicht mehr das Ende liegen. Das geht nicht. Was natürlich auch dann dafür als Alternative schön wäre, wenn wir beide Last Items auf den Tablets hätten. Das wäre wieder möglich. Ne, dass wir zum Beispiel das Ether Vanilla haben, was unsere Runner rüberlockt in Turtle Rock. Aber leider finden wir da nicht, dass wir suchen da. Wenn man jetzt gemein sein wollte, was wir natürlich nicht sind. Wäre schon geradezu böse. Ich sehe gerade, hatten wir Kingstomb? Nee, hatten wir nicht, oder? Der nee, kann nee, ja auch nur die Dino gemacht haben, wenn. Genau, er hatte nur die Graveyard auf dem Weg am Anfang ins Village of Outcasts gemacht, aber die Kingstomb noch nicht. Aber auch da finden wir nichts. Wahrscheinlichkeit, dass unsere Lösung GT lautet, wird immer größer. Ja, wo möchte er denn jetzt hin? Läuft sich hat er die Back of Escape gar nicht gemacht? Bin ich gerade orientiert. Okay,
Okay. Dann spekuliert ihr vielleicht nur auf das Dark Cross. Okay. Da lag ja die Karte nur, wie wir wissen. Habe ich auch selten gesehen, dass Back of Escape so spät rankommt. Ja, stimmt, das Butter, das hat ihm gefehlt, ja. Okay, lass mal überlegen, was kann Satono jetzt überhaupt noch vielleicht ein bisschen helfen, mir den richtigen Weg einzuschlagen? Das wäre eigentlich der Bicky auf der Torch, oder? Weil sie weiß, sie kommt dann nicht nach oben. Oh, aber wenn sie erstmal dahin geht. Wirklich. Sie geht aber auch noch nicht hin. Will jetzt scheinbar. Ja, Red Bomb, ne? Ja. Entweder das oder geht sie tatsächlich nochmal ins Swamp zurück. Nein. Nee, glaube ich nicht. Ich denke mal, sie geht jetzt die Red Bomb. Und ich glaube, ich sehe sie eher auf. In GT aus ihrer Sicht. Da sind ganz, ganz viele Checks. Mhm. Da sehe ich sie eher in GT. Ja, rechne ich jetzt auch. Immerhin, Dino Giri kriegt seinen Nemesis anscheinend Skullwoods jetzt langsam auch mal besucht. Mhm. Mal gucken, wie seine Reaktion auf den Vanilla Fire Rod wird. Satono denkt immerhin an den. Die kurze Abkürzung. Ich sehe gerade schon, der Chat schreibt noch ein Bicky Guessing Game, weil wir prinzipiell ja 7 Crystals haben. Ich würde sagen, wir machen das später ein bisschen, sobald wirklich einer Richtung GT aufbricht. Das kann man ja recht simpel sehen, weil, naja, das kann ja noch eine Weile dauern, bis einer hochgeht, deswegen. Ja, genau. Solange niemand den Berg betreten hat. Eben. Würde ich da jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwelche Ratespiele machen. Sonst ist es eh wieder vergessen, man scrollt Jahrhunderte rum. Nee. Gut, Satono, was kann sie denn noch machen? Das sieht nicht nach Swamp aus. Pilz abgeben, okay. Ja, den haben wir auch nicht gesehen. Aber da liegt nichts drauf, den hat ja Dino eben abgegeben. Achso, hat er ja den abgegeben. Ah, okay. Ja, auf dem Weg zu Catfish. Ja, sie kann noch die Waterfall Ferry machen. Da hatte sie eben die Flippers noch nicht. Wenn ich. Ja, das sah eher nach Erleichterung aus bei Dino Giri. Ja, schon. Aber schon. Gut, er hatte ja auch eigentlich eine Alternative mehr. Richtig, weil er kommt ja noch nicht nach GT rein. Eben fehlt der Crystal. Und ich wüsste nicht, was er noch offen haben könnte. So, ich würde mal sagen, vielleicht mag BW Gamer mal schnell das Startsignal geben fürs Bicky Guessing Game. Groß erklären, ja, brauchen wir jetzt nicht machen, das kennt glaube ich jeder. Spammt eben eure Nummern rein, weil Satono scheint ja jetzt hinzugehen. 1 bis 22 und das reicht dann. Genau, und dann hoffen wir, ja, das Einzige, was jetzt Satono noch helfen würde, wäre der Bicky vielleicht noch auf der Torch, weil sonst sucht sie sich da einen Ast. Mhm. Aber selbst dann wird sie den gesamten GT absuchen. Ja, das befürchte ich auch. Ja, okay, was kann ihr noch helfen? Bicky auf der Torch und das Ether und der Ice Rod im Climb oben drin. Weil sonst kommt sie nach Turtle Rock rein und lässt da auch wieder Zeit liegen. Mhm. Ich glaube eher, das Einzige, was helfen kann, ist dann wahrscheinlich wirklich nochmal so eine richtige Verwirrungsgeschichte, wie du eben als Idee hattest, dass eben beide Items auf den beiden Tablets liegen. Und sie dann eben irgendwie das richtige Gespür im Gegensatz zu Dino Giri hat, schneller Bombos abzuchecken. Ja, naja, also es gibt sogar noch, ich habe gerade, ist mir eingefallen, es gäbe sogar noch Schlimmeres als beide Items hinterm Buch. Prinzipiell könnte ja noch das Buch in Turtle Rock liegen und dahinter liegt der Ice Rod. Geht auch noch.
Also, ja, wenn es das sieht richtig trollig will, hätte er noch die Möglichkeit, ja. Vielleicht ist es jetzt auch am Ende einfach so, dass direkt auf der rechten Seite in den ersten beiden Chests beide Items liegen. Hm. Na, dann hoffen wir mal auf, ja. Weiß nicht. Klar, wir wollen ja ein spannendes Match nach hinten haben, aber gerade sieht's halt eher für Dinogiri günstig aus, ne? Naja, es müsste schon viel zusammenkommen. Dadurch, dass sich Satono die Boots einfach sehr last located hat, dann noch Desert Palace erledigen muss. Das ist interessant. Tyroom als die 3. Das ist zumindest mal ein Gamble, das sich vielleicht auszahlen kann. Bei theoretisch 3 Items, die man hier finden möchte. Und vielleicht ist das ja sogar das Ether. Wer weiß. Und dann geht Satono raus und nach Turtle Rock rein. Oder es ist der Eis und die Nugiri Skip Tile Room. Wenn er sobald der Ether hat und den Big Key. Aber es ist nichts von wert. Nee. So. Ja, ich denke nämlich... Derweil die Motte gelegt und die wird sich jetzt auch auf den Weg machen. Ja, es liegt nahe. Er kann jetzt hoch. Und es ist ja auch nichts anderes noch... da. Wo will er denn hin? Okay. Jetzt bin ich auch verwirrt. Was hat er denn vor? Ah, die Big Chest in Thiefstown. Ach, deswegen. Ist sich da wohl... Hat da wohl nicht das beste Gefühl bei gehabt? Ja, die Sache ist auch, wie oft hat er schon Old Dungeon gespielt, ne? Weil klar, wenn du Open und Standard spielst und du hast halt nur noch ein Pendant offen... Ja. Ist durchaus schon vorgekommen, dass man gar nicht im Sinn hat, dass man ja vor dem letzten Pendant von den GT kann. Ja, aber das stelle ich mir, das glaube ich nämlich, das hat er jetzt gar nicht so direkt auf dem Schirm, dass er jetzt noch die ganzen Einzelchecks hier mitmacht. Weil wenn du überlegst, wie viele Checks wir in GT haben, ist das auf jeden Fall attraktiver jetzt an seiner Stelle. Naja. Könnte natürlich wirklich, also ich habe es vor ein paar Tagen in einem Seed gesehen, wo der Fall war, dass jemand nicht daran gedacht hatte. Es wäre natürlich bitter, wenn dann jetzt am Ende noch irgendwie eine Phase der Ratlosigkeit eintritt und... Nee, ich glaube, Satono ist da auch schon, wie du es gerade nannst, bei der Phase der Ratlosigkeit langsam angekommen. Das hat man gerade so ein bisschen bei ihrer Reaktion im Skullforce-Raum gesehen. Ich glaube, ja, so gut ist, fühlst du dich gerade auch nicht mehr. Nee, das denke ich auch, dass man will ungern, denke ich mal, in GT reingehen, wenn man sogar noch 2 Sachen offen hat. Ich meine, wenn es nur Turtle Rock wäre, dann wäre man zumindest in der Area, aber zu wissen, ich muss dann irgendwie auch nochmal in Desert Palace und dann nochmal zu Turtle Rock hoch. Ja, und Dinogiri macht jetzt wirklich die ganze Overworld, so wie das aussieht. Traut sich nicht nach GT rein. Ja. Ich scheine noch ein paar technische Probleme jetzt gerade zu haben, weil wir immer wieder ein paar kleinere Aussetzer bei beiden haben. Ja, macht das Digging Game. Während Satono in Paradox ist, da ist zumindest der Ice Rod. Ja, der Ice Rod in GT, okay. Das ist schon mal gut. Das heißt aber, entweder finden wir jetzt noch das Buch oder eben Ether. Aber ja. Wo? In GT. Es kann natürlich noch bis ganz nach oben gehen.
Das ist korrekt. Ich sag mal, Satono kann natürlich auch Agar 2 schon machen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Muss natürlich dann nochmal wieder hochlaufen, aber hat das dann so? Wird man nicht automatisch... Kommt sie auf die Pyramide drauf, wenn Agar 2 durch ist und du kannst nur Ganon noch nicht besiegen, solange dir deine Bosse fehlen. Aber von der Pyramide muss dann quasi wieder zu Turtle Rock hochgelatscht werden. Ach, so meinst du das? Ich dachte jetzt, du meinst den Climb. Also, nee. Da muss jetzt ja hier auch per Bomb jumpen über die Schlucht rüber. Ja, aber das hat gut geklappt. Bob wird verwandelt und gibt nochmal vor Ice Armors ein paar Herzen. Ja, hat genug Pfeile. Das passt soweit. Ja, hat natürlich auch nicht Silvers. Ist natürlich auch nochmal so eine kleine Sache. Erwischt die Ice Armors aber gut. Die Türtrolls sind auch. Seine Big Chess in Thiefstown noch holt. Also wirklich alles. Ja, die 22 sogar. Weil sie erst den Tyroom gemacht hat. Tja, die 22. Der freut sich. Ich habe mir im Chat nämlich gesehen, Nervendolch, weil ich weiß, das ist sein Standard-Pick. Na, Chris Mode 91 hat ebenfalls die 22. Und die schwarze Hexe. Ja, Glückwunsch zu einem Glückwunsch. Geht Satono jetzt noch hin? Die Big Chess gehe ich mal davon aus. Hätte sie da nicht von den Eis-Armen überlege ich gerade auch. Kommt man ja auch. Bin ich gerade auch verwirrt. Da hätte man einfach links drüber gehen können, oder? Habe ich jetzt gerade. So oft geht man da nicht hin, deswegen. Ja, ich muss gerade auch verwirrt. Überlegen, aber so gefühlt hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Weil zumindest in dem Raum mit der Schlucht geht's ja links zur Truhe hoch. Aber man kann ja über die Treppe von Eisarmus machen. Aber jetzt geht's ja erstmal nach oben. Boah, wenn da jetzt das Ether in der Big Chest liegt, das wäre natürlich auch sehr, 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 sehr übel. Aber Dino hat jetzt wohl dann doch. Hat der GT überhaupt noch was offen in der Dark World oder in der Overworld? Ich denke nicht. Ich glaube es mir auch nicht. Eigentlich müsste er absolut alles abgegrast haben, was abzugrasen ist. Also das könnte, wenn wir jetzt mal hochrechnen, bis auf die Sichtchecks, die wir ausgelassen haben, könnte das fast ein Full Clear werden, ne? Kriegen wir über 200 Items raus? Also es sieht gerade danach aus, ne? Also wir werden die Mimic Cave nicht sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sonst fast alles. Laser Bridge dürfte... Ja, je nachdem, wie der Key liegt. Ja. Tja. Naja, aber Saturn jetzt im Climb. Auch mit dem Equip. Redmail hat sie inzwischen. Buttersorte ist der Climb eigentlich super angenehm. Half Magic hat sie auch. Ja. Also. Wird hier wahrscheinlich einmal mit der hier nach dem nächsten. Aber ich glaube, eine Green und eine Blue Goo müsste sie noch haben. Ah, ne, die Nugiri geht noch nicht direkt zu GT, nimmt noch die Single Checks auf dem Weg mit. Was lag denn da? Pfeile, kann das sein? Ja, Pfeile oder Geld. Oder ein Herzteil. Okay. Oh, ja, ich glaube, er hat jetzt Ratlosigkeit. Er hat GT nicht auf dem Schirm. Ja, das ist die Sache. Wenn man AD noch wenn er jetzt eben nicht so oft gespielt hat, dann kann das schnell mal passieren, ja? Wenn er jetzt irgendwie am Ende sich bei seinen Tracking-Sachen unsicher ist und jetzt nochmal irgendwo ganz woanders hingeht, könnte richtig bitter sein.
Werde ich mal einen Blick auf seinen Stream vielleicht gleich einmal riskieren. Ob er, vielleicht hat er sich auch vertrackt, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Er geht zumindest wieder hoch. Oder denkt er, er hat sich vielleicht beim Medaillon von GT vertrackt. Oder das. Ja, das sieht man, er ist gerade ein bisschen ratlosig. Er hat das Thema GT nicht auf dem Schirm. Also das kann, also wenn er wirklich nicht dran denkt und jetzt auch wirklich noch einzelne Checks nachgeht, weil er glaubt, er hat sich vercheckt, dann könnte ja Saturno nochmal zurückkommen. Das müssen wir jetzt vielleicht auch mal nochmal so sehen. Ja, das kann ihn auf jeden Fall massiv Zeit kosten, gerade wenn er jetzt nochmal vom Berg runtergehen sollte. Mhm. Keine Ahnung, die im Hylia-See nochmal nachsehen. Ja, er ist weiter verwundet. Ja, ich glaube, der Gedankengang, den wir gerade hatten, passt. Er glaubt, er hat sich, glaube ich, vertrackt und hat GT nicht auf dem Schirm. Nee. Was mache ich? Er spiegelt auch wieder zurück und wird jetzt wahrscheinlich wieder wegflöten, oder? Ja, was hat er denn jetzt vor? Das ist bitter. Das ist aus seiner Sicht natürlich bitter, aus Spannungssicht. Kommt uns das natürlich durchaus entgegen. Geht er jetzt ins Dark Cross vielleicht, weil er sich nicht... Ach, das hat er liegen lassen, aber hat nicht mehr auf dem Schirm, dass da nur eine Karte liegt, ne? Ich vermute mal, er wird sich jetzt nicht sicher sein, ob da eine Karte liegt. Ja, weil er es nicht weggetrackt hat am Anfang. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ah, das ist übel. Ja, das ist echt nicht... Das ist echt nicht gut. Und ich habe jetzt mal gerade seinen Stream aufgemacht. Die Bosse hat er alle sauber weggetrackt. Aber vielleicht das, was ihm gerade Probleme macht, er hat Pendant und Crystals nicht eingetragen. Das sieht er ja im Pausenmenü, dass er alle Crystals hat. Also das darf es eigentlich nicht sein. Natürlich, wenn man aber gleich drauf kommt. Fast ausschließlich mit Quickswaps spielt. Ja, die Ratlosigkeit, die sieht man. Naja. Und da ist Ether. Hoch oben in GT. Ja, okay, das heißt, Saturno kann jetzt Turtle Rock wenigstens abschließen. Ihr fehlen immer noch die Boots. Muss dann aber zumindest nicht nochmal zurückgehen. Jetzt scheint es ihm zu dämmern. Jetzt scheint es ihm zu dämmern. Da ist doch was, wo ich noch hin kann. Mit einer Menge Checks. Ja, besser spät als nie. Und Trolldom macht das 2-1. Ah, jetzt führt er auf jeden Fall. Schauen wir mal. Wird es noch ein Remis oder kann er seine Führung nochmal ausbauen? Versucht, aber. Hat gleich gezogen, Saturno hat gleich gezogen, weil Trolldom war ja davor. Ja, sie hofft natürlich immer noch auf die Boots oder so. Wird deswegen auch Turtle Rock voll abklären. Ja. Ja, ich sag mal, selbst ein Gomo Turtle Rock ist nicht großartig schneller. Man spart vielleicht die Laser Bridge. Oder noch der Dip zur Lava Chest oder so, je nach Key Placement. Aber da ist zum Beispiel ein Left Side Swamp liegen lassen oder auslassen können, deutlich zeitsparender. Ja. Und deutlich brutaler, wie wir es gerade sehen. Ja. Ja. Ja, okay, aber Aga 2 ist jetzt nicht umsonst gemacht. Verpasst aber hier einen Treffer. Einfach jetzt, wir sind über 2 Stunden, so langsam, ne, geht's auch an die Konzentration einfach nach so einem langen Play. Aber Aga liegt.
Ich hoffe, sie denkt dann, dass sie All Dungeon spielt und dippt jetzt nicht rein, aber ich gehe da mal davon aus. So, Dino Giri endlich auch vor GT angekommen. Er ist gerade nicht besonders glücklich darüber, dass dieser sich öffnet. Er hat das anscheinend echt nicht auf dem Schirm, oder? Er war nicht so lange im Pausenmenü, dass er das, was weiß ich, vielleicht einmal kurz nachgeguckt hat, was genau alles noch bei AD oder so in den Regeln drin ist. Glaube ich nicht, dass er genug Zeit hatte. Auf jeden Fall eine Frage für gleich noch. Ja, definitiv. Satono, das wird jetzt Turtle Rock werden. Den gleichen Weg wird Dino Giri genauso gleich auch nochmal machen dürfen. Die Boots liegen auf der Left Side Swamp, die Satono ausgelassen hat. Genau, Densen war es, dem das mit dem GT unglücklicherweise auch passiert ist. Aber die Wahrscheinlichkeit auf über 200 Items ist absolut gegeben. In Turtle Rock kann nun gar nichts liegen, was uns irgendwie weiterhilft. Selbst das Buch ist jetzt nur noch Papier. Kleine Probleme an dem Laser. Das ist natürlich alle Checks mitnehmen. Desert ist Bootslocked, da liegt der Small Key drauf. Ja, Dino Giri geht einen anderen Weg jetzt als Satono, ne? Stimmt, bin auch grad. Ui! Ein Weg, den man sehr selten sieht. Ja, vor allem er hatte das Cape ja schon ausgewählt und vergisst es zu aktivieren. Ja, man merkt die 2 Stunden, ganz klar. Ja, ich sag mal, wenn es jetzt so weitergeht, ne? Vielleicht sehen wir dann noch ein Blitz-Comeback. Aber ich glaube, ich kann nicht dran glauben, dass es noch mit Left Side Swamp und dann noch ein Desert. Das ist halt einfach nochmal gut Zeit. Ich denke auch nicht. Da müsste schon dann in einen Tod oder Sturz bei Aga gehen. Bei Ganon gehen. Und das müssen wahrscheinlich einige sein. Weil mit Silvers ist der und dem Butter sind die anderen Phasen, also sind generell die Phasen ja relativ zackig. Ja, gerade die Silvers spielen natürlich dann nochmal für Dino Giri. Weil ich glaube, Satono wird sie sich nicht holen, weil sie sich eh aktuell recht behind fühlt. Ich würde sogar fast sagen, bei 2 Stunden und 8 fühlen sich beide
behind und warten mehr oder weniger nur auf das Signal, dass der Gegner durch ist. Ja, das ist gut, wobei man muss sagen, Dinugiri war sehr lange, sehr linear und gut im Seed drin. Das darf man ja gar nicht vergessen. Ja, es ist ein langer Seed. Ja, der geht an die Konzentration und das sieht man auch, Dinugiri mit einigen Stürzen jetzt in GT. Irgendwann ist halt auch einfach, ja, man ist einfach kaputt. Sie auch großflächig mit Kies ein. Schauen, ob er an den normalen Weg zur Big Chess denkt. Wenn Satono sich die Mimic Cave ansieht. Naja, für sie ganz klar, sie sucht immer noch die Boots. Kann sie nicht liegen lassen. Eben. Das ist halt die Sache, je nachdem, was Satono noch offen hat, wann geht sie wieder nach Left Side Swamp rein? Weil klar, das ist so ein Last Locate aktuell, da will man nicht wieder hin. Irgendwann muss sie es mal machen. Wahrscheinlich auch nicht besonders froh sein, wenn wieder keine Boots zu finden sind, selbst wenn Trinex dann gelegt wurde. Oh, Jetzt kommt auch noch das Buch. Ah, das ist natürlich nicht gut. Nein, das... Weil jetzt hat sie wieder zwei neue Checks offen. Und natürlich, das Aether-Tablet wird sie definitiv holen. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, weil sie ist gerade oben. Das wäre... Spy Cave hat sie, glaube ich, auch noch offen. Den würde sie mit einroten, aber ja, dann ist nur noch. Ja, okay. Bombos Tablet ist unten bei Swamp. Dann muss sie es halt mal machen, ne? Ist halt dann die Frage: erst Swamp, erst Bombos. Erst Bombos, bist du schnell hin, bevor du Left Side komplett einmal reinläufst. Den Vanilla-Weg, der dauert halt. Dinugiri geht erst mit der 22 an. Biki denkt aber an den Weg zur Big Chest. Auch wenn sie nicht das entscheidende Item hat, dennoch mal interessant zu sehen, was man da so reintut. Liebe. Ja, hat Gen in sein Herz drin versteckt. Ah, das kann auch nur klein sein. Satono auch gerade mit so ein paar Schwierigkeiten an den Mini-Helmers. Da ist natürlich die Konzentration. Ja, mit Butter ist jetzt immer ein Trinex. Trinex eine ganz simple Sache. Ich glaube, 3 Slashes müssen das pro Kopf sein. Das ist unkritisch. Das ist unkritisch. Genau, das passt. Jetzt noch schnelle Schläge hinterher. Also ich würde aber sagen, dass Satono ihre Boots auf jeden Fall noch sehen wird, wenn sie jetzt nicht noch alles Mögliche an Single-Checks mitnimmt. Bei so einem Turtle Rock dauert auch eine Weile noch, gleich bei Dinugiri. Dann noch Ganon mit so anderthalb, zwei Minuten, je nachdem wie er warpt. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele sie noch offen hat. Hatte sie Hammerpacks und die Rotdose erledigt, oder...
Hammerpacks hat sie, also Brotdose hat sie, soweit ich das weiß. Hammerpacks hat sie mit der Brot, also vor der Brotdose gemacht. Sie hat ja den langen Gang gemacht mit dem, die Weltreise mit dem Schmied. Ja, ich wusste nicht, ob sie die dann noch beendet hat. Ich meine schon. Aber dann dürfte sie auch nicht mehr viel haben, außer Kingstomb. Ja. Genau, und das eben wie vermutet, jetzt nimmst du das Isar-Tablet einmal mit, weil sie ist gerade hier oben und denkt natürlich, das Buch, ne, da liegt jetzt meine Boots hinter. Wäre es wirklich so gekommen, das wäre natürlich echt eklig gewesen. Möglich wäre es gewesen, aber ja. Naja, und jetzt mal gucken. Macht sie noch die Spy Cave und dann bleibt hier, glaube ich, nur noch Bombos in Left Side Swamp. Und Kingstomb. Die kann sie nicht. Die kann sie ja gar nicht. Stimmt, ja. Stimmt, die ist ja auch Boots. Eben die beiden Boots-Checks, die bleiben schon mal aus. Na, Dinogi holt sie noch ein bisschen Sicherheit, war gerade etwas knapp am Leben. Jetzt ist nur noch unten Left Side offen und so langsam müsste es ihr dämmern. Habe ich es doch den Skip, der sie nach hinten bringt, gemacht? Doch. Blöde, ich dachte schon, was macht sie? Wo geht's denn? Ja, das ist die richtige Richtung auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal überlegen, ohne einen Skip von Left Side Swamp wäre Satono jetzt vorne auf jeden Fall, ne? Da würde ich sogar sagen, könnte schon dem Ende nahe sein. Aber es ein bisschen mobiler ist natürlich, klar. Aber ja, das hätte es auf jeden Fall durchaus ausmachen. Genau, Bombos Tablet als erstes, weil schneller Einzelcheck und dann ist, glaube ich, nur noch Left Side Swamp. Es kann knapp werden, je nachdem, wie jetzt die Execution von Dinogiri hier zum Ende hin ist. Left Side Swamp, da hinten bist du so 2,5 Minuten. Naja, das kann eine enge Schiene sein. Das kann nochmal eng werden. Fehlen ja noch ein paar Minuten in Desert. Und jetzt realisiert sie, es ist Left Side Swamp. Man hat es gesehen. Das tut weh, ja. Das ist so richtig ärgerlich. Ne, du gehst in Gamble ein, Left Side langen Check auslassen und es ist wirklich dein Go-Mode, dein Last Locate. Es kann natürlich durchaus auch der Fall sein, da wenn sie wusste, dass Desert Palace ein Pendant ist, dass sie vielleicht sogar früh darauf spekuliert hat, dass die Boots vielleicht in GT stecken könnten. Sich deshalb gegen den kleinen Check mit diesen zwei Items entschieden hat. Aber jetzt mal kurz überrissen, ne? Left Side Swamp, sagen wir jetzt so 2,5-3 Minuten. Desert Palace ist super schnell runtergespielt. Ich glaube, das kann Saturn jetzt noch holen, dadurch, dass Dinogiri ein paar Probleme in GT hatte. Also ich glaube, ich sehe beide gleichzeitig im Ganon-Fight. Da könnten die Silvers doch entscheidende Sekunden bringen. Ja, muss ich gestehen, hätte ich nicht gedacht, dass es hier hinten raus nochmal so eng wird. Macht jetzt aber auch keinen Diver Down. Naja, kann sie auch in dem Sinne nicht, weil sie jetzt eben durch das Skippen von LSS muss zu Vanilla durchgehen. Ach so, ja. Weil du oben ja durch die Tür nicht kommst. Das ist eben den Gamble, den man eingeht, der tut dann doppelt weh.
Kirill in seinem Aggerfight. Er muss jetzt natürlich dann wieder hochlaufen. Ja. Denke also mal, auch er wird daran denken, wieder hochlaufen zu müssen und nicht reinspringen. Das wäre jetzt aber richtig ärgerlich, wenn er jetzt zu Gennen reinhüpft und dann kommt er in die vierte Phase und dann lässt er sich ja nicht mehr hitten. Oder ist es schon in der dritten? Ich bin mir gerade unsicher. Achso, ich dachte schon, was macht er? Ich war gerade auch, wusste gerade auch nicht, ob er überlegt. Ob er doch noch reinspringt? Nee, aber er wollte am Loch vorbei. Ja, jetzt mit Hochlaufen und Turtle Rock. Saturnus ist, glaube ich, vorne. Ja. Ja, das war eher ein ironisches sich freuen. Nee, aber zeitlich ist sie wieder vorne. Das ist ja wirklich verrückt. Also das ist mal wieder ein Rando mit Überraschungen noch und nöcher. Das ist alles auf beiden Seiten ganz schnell gehen. Ja, aber Turtle Rock ist deutlich länger als Desert. Ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie die Keys in Turtle Rock platziert waren, ob da noch groß Laser Bridge nötig war. Aber. Ja, aber selbst wenn Laser Bridge eben mit dem Umhang durch, das sind vielleicht 20, 25 Sekunden, das macht es nicht wirklich aus. Da ist der komplette Weg durch Turtle Rock durch viel länger. Na, jetzt eben mit dem Small Key einmal schnell rüber mit den Boots, die Big Key holen, Lenmo kann sich zurückspiegeln, das ist so gute Zeitersparnis. Und Lenmo mit Butter oder mit dem Fire Rod ist auch super schnell. Nee, da ist Dinogiri durch das ein oder andere Struggle in Ganon's Tower doch wieder hinten. Ja, der eine Tod hat ihn da schon ein bisschen Zeit gekostet wieder. Könnte sogar Saturno noch die Zeit haben, theoretisch, auch wenn sie das natürlich nicht weiß, sich die Silvers zu holen, je nachdem, wie sie sich Silverless fühlt. Sie kann es auf jeden Fall, das weiß ich. Jetzt bei der Länge des Seeds. Also ich glaube, sie wird sie sich nicht holen, weil sie davon ausgeht, dass der, ja, das ist wahrscheinlich relativ knapp hinten raus wird, jetzt wo der Seed so lang ist und sie die Boots last located hat. Ja, sie muss halt auch jede Sekunde damit rechnen, dass eben da eine Gewinnernachricht für die Nogiri eintrifft. Gerade da sie ja doch relativ viel last located hat am Ende. Naja, sie guckt immer mal wieder rüber. Ich weiß, wenn sie, sag ich mal, normal spielt, macht sie in GT nämlich ihr Race-Time minimiert sie, dass sie nicht rüber guckt und sich stresst. Aber anscheinend ist es jetzt gerade wieder angemacht worden, weil sie jetzt schon ein paar Mal rüber geguckt hat. Ja, klar, jetzt hat sie natürlich das Gefühl, sie weiß, sie ist jetzt nur noch den Lenmo-Fight von Ganon entfernt. Jetzt kann man natürlich nochmal Gas geben. Das kann jetzt nochmal so das notwendige Adrenalin geben, dass man einen schönen Gen-Fight Silverless machen kann. Also, ja, das dreht sich hier doch nochmal. Jetzt ist es nur noch der kurze Weg zurück. Hätte ich das nicht mit gerechnet. Eben, weil jetzt am schnellsten ist jetzt einmal schnell ins Portal gehen, und was da vorne noch liegt, dann safe and quit, dann stehst du oben direkt vorm Loch. Okay, sie geht übers Haus. Auch nicht so viel länger. Ja, sie hat ja oben direkt das Tor. Na,
Ja, und ich glaube, beide haben fast die gleichen Checks danach dann gemacht. Und da sieht man wirklich, das ist das Thema, ne? Der Tod bei Coldstair dann gewesen, der es zeitlich gemacht hat. Ja. Und am Ende war die lange Flippersuche gar nicht mal so dramatisch. Nee, auf jeden Fall nicht. Da hat er die Boots wehgetan. Aber sie macht jetzt auch dann, wie erwartet, den Silverless Garnen, Ganon-Fight. Ja, das sollte sie hinkriegen, die 12 Spins in der vierten Phase. Das sehe ich so schon relativ sicher. Sie hat ja auch massig viel an Reserve, wenn denn wirklich mal irgendwie es länger dauern sollte. Kann sich daher auch das Cape erlauben. Eben. Goose hat so definitiv genug. Selbst verbockter eben Glitch, Torch-Glitch dürfte sie jetzt nicht davon abhalten, das hier sauber zu spielen am Ende. So. Oh ja, das haben wir noch gerettet. Da war die Firebat einmal ungünstig. Ja. Jetzt bisher zwei haben wir nicht. Ja, aber man merkt, der lange C, der zerrt an den Nerven und wird hier und da mal erwischt. Aber noch, also solange Ganon sie nicht runterhaut, ist alles gut. Und selbst wenn Ganon sie runterhaut, sie hat ja noch, wenn man mal schaut, genug Zeit. Also Dinogiri hat noch ein gutes Stück bis bis Trinex. Das könnte sie sich sogar noch erlauben. Also ich glaube nicht, dass sie das jetzt noch aus der Hand gibt. Am Anfang dachte ich, ja, das ist schon gelaufen, aber das, ne, so ändert sich doch mal durch hier und da mal ein Tod, durch Probleme bei der Execution. Ja, das kann viel, viel machen. Ja, gerade die lange Suche hat, beziehungsweise das Nichtglauben an GT, hat Dinogiri hier aus dem Spiel geworfen. Ja. Satono muss jetzt nur noch über die Brücke und hat ihre GTs verdient. Mit 2,26. Unglaublich erleichtert. Ja, kann es vermutlich auch nicht fassen, nach so einem Seed da auch noch vorne zu sein, ja. Weil da, ne, da war einiges holprig mit den Boostern, den Flippers. Ah ja. Das ist wohl ohne Frage eine. Und da ist er auch schon. GG Satono. GGs. Wir müssen vom Interview ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir in 2 Minuten das nächste Spiel haben. Dein Resümee oder deine, wie heißt es so schön, Lessons learned aus diesem Seed vielleicht einmal? Never skip left swamp. Das haben wir uns gedacht. Nein, Spaß beiseite. Left side swamp, okay, gut. Mein GT, da dachte ich so, nee, absolut. Absolute Grütze, wenn da jetzt die Boots gelegen hätten. Nee, nein, 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 nein. Wollte nicht in meinen Kopf rein. Aber never skip left side swamp und nicht buddeln gehen. Ja, aber das hast du auch nicht gemacht. Diesmal. Ja, das stimmt. Doch, ich hab gebuddelt. Ja, einmal oder einmal ja, daneben. Ja, einmal, genau. Ich hab einmal gebuddelt. Das hat gereicht. Da haben wir auch Dinogiri, dir auch. GG. GG. GGs. Auch, auch für dich, wir müssen auf die Tube drücken. Wir haben in einer Minute das Folgespiel. Von dir vielleicht deine Lessons learned für dieses Match. Eher in GT reinzugehen. Das hätten wir nämlich gefragt, ob du es nicht auf dem Schirm hast. Aber ich es sah so ein bisschen danach aus. Ich habe es viel zu spät gereilt. Okay, nee, klar, das ist ja eben, wenn man lange andere Modi spielt, verständlich. Da kann man einfach den Hänger mal haben. Ja, das ist mein drittes Mal All Dungeons oder so. Aber jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr vergessen werden. Nein. Okay, gut. Ich würde dann nämlich auch jetzt schon zum Ende direkt kommen, damit wir pünktlich beim nächsten Spiel starten können. Ich
danke euch auf jeden Fall für das dann zum Ende hin doch wieder sich drehende Spiel und ein stetiges Hin und Her. Danke euch beiden für das Race. Danke dir, Fletchy, fürs Mitkommentieren und natürlich BW Gaming für das Tracken im Hintergrund. Bleibt einfach dran. Hier geht es jetzt gleich mit dem Full Animizer weiter. Im großen Turnier Lost in Pain gegen Trix. Oh, es wird ein spannendes Spiel. Ich sag schon mal Dankeschön euch allen für den ganzen Spaß, die zum Aufsetzen etc. pp. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt dran. Wird ein geiles Match. Ciao, ciao. Kann man sich mal anschließen.